Guten Tag und hallo, meine Damen und Herren. Mein Haus, mein Auto, mein Steak, mein Internet. Alles, was den Deutschen besonders lieb ist, verschärft den Klimawandel, schrieb die FAZ unlängst. Nach einer endlosen Debatte ums Tempolimit solle nun ein Jahr deutsches Heiligtum geopfert werden, das ein Familienhaus. Die Einspareffekte eines sofortigen Bauverbots seien enorm, argumentierten dessen Befürworter. Die Gegner hielten dagegen, dass sich nach der Corona-Krise viele nach mehr Platz sehnten, ein Haus mit großem Garten immer noch der Traum vieler Deutscher und ein fester Bestandteil der gelebten Kultur sei. Und überhaupt habe der Heizungsstreit doch gezeigt, dass in der Bevölkerung der Widerstand dagegen wachse, alles dem Klimaschutz unterzuordnen. Kann man zwischen beiden Lagern vermitteln, fragte selbst die FAZ, die nicht dafür bekannt ist, der Immobilienwirtschaft sonderlich feindlich gegenüberzustehen. Doch jeden Tag werden in Deutschland 55 Hektar asphaltiert, betoniert, ja, verbraucht. Äcker, Wiesen, Wälder machen Siedlungen und Fabrikhallen, Straßen und Bahngleisen Platz. Einfach so weitermachen geht nicht. Das wissen ja eigentlich alle. Nur wo wohnen? Wie leben die Menschen dann, meine Damen und Herren? Wir müssen reden und wir wollen reden. Herzlich willkommen in der Reihe Green Cities 2035. Heute unser Thema kommunale Strategien gegen Flächenverbrauch. Toll, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Hanna Gersmann. Ich beschäftige mich als Journalistin mit Verkehrs-, auch mit Klima- und Wirtschaftspolitik und begleite Sie durch die nächsten 2 Stunden. Der Flächenfraß macht Probleme. Die zugepflasterten Städte werden zum Beispiel zu wahren Hotspots, Hitzeinseln. Bis 2030 will Deutschland darum den Flächenverbrauch auf unter 30 Hektar pro Tag mindern. Das ist schon in 6,5 Jahren, meine Damen und Herren. Aber noch gibt es gar keine große gesellschaftliche Debatte darüber, wie dieses unter 30 Hektar Ziel erreicht werden kann. So bekannt ist das nicht. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns debattieren. Denn alle Böden wieder aufreißen, das ist ja nicht so einfach. Alle Böden wieder aufreißen, so wird das natürlich nicht funktionieren. Darum sammeln wir jetzt Ideen und das wiederum war die Idee von unseren beiden Gastgeberinnen. Die muss ich unbedingt kurz vorstellen, die machen das super. Darum sage ich auch schon mal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Unsere Gastgeberinnen sind Sabine Drews, Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung bei der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin und Ulrike Wolf, sie leitet den Bereich Wissensmanagement beim Deutschen Institut für Urbanistik, DIFO, auch in Berlin. Sabine Drews, bauen ist wahnsinnig teuer geworden. Die Branche liegt da nieder und von den 400.000 Wohnungen, die die Regierung pro Jahr eigentlich bauen will, ist die Republik derweil weit entfernt. Der Kanzler hat darum erst diese Woche extra zum Wohnungsbaugipfel geladen. Da wird gerade alles getan, um mehr zu bauen. Müssen Kommunen in so einer Situation nicht erst recht neue Baugebiete ausweisen? Ja, herzlich willkommen auch von mir zu unserer Veranstaltung in der Reihe Green Cities 2035 heute. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, müssen Kommunen neue Baugebiete ausweisen? Kommt drauf an, würde ich sagen, auf die Kommunen, auf die Flächen und auf die Art des Bauens. Die Speckgürtelkommunen im Umland der Metropolregion weisen ja sowieso Baugebiete aus und für die lohnt es sich vielleicht auch. Für die Kommunen in den schrumpfenden Regionen ist es oft ein ruinöser Wettbewerb. Wir haben hier einen klassischen Zielkonflikt. Zum einen fehlt in Deutschland tatsächlich, fehlen viele, vor allem bezahlbare Wohnungen. Der Bausektor ist in der Krise. Zum anderen hat dieser Wirtschaftszweig aber nicht nur einen sehr negativen Effekt auf das Klima und auf den Ressourcenverbrauch, da haben wir ja letztes Mal drüber geredet, sondern auch auf einen Flächenverbrauch, der auf die Dauer so nicht fortgesetzt werden kann. Hanna Gersmann hat es gesagt, deswegen verfolgt die Bundesregierung ja schon seit längerem das Ziel, den zusätzlichen Flächenverbrauch bis 2050 tatsächlich auf null runterzufahren. Flächen brauchen wir auch für Naturräume, wertvolle Naturräume und als Speicher von CO2. Ich würde deswegen lieber fragen,
Wie machen die Kommunen die Nutzung von schon erschlossenen Flächen und nicht mehr genutzten Bestandsgebäuden attraktiv? Wie können sie zusammenarbeiten, um sich nicht gegenseitig im Kampf um Einwohner und Steuereinnahmen die Butter vom Brot zu nehmen? Und wenn man schon baut, wie kann man auf einer begrenzten Fläche möglichst effektiv Wohnraum schaffen? Und das sind Fragen, die wir heute mit Ihnen allen und mit unseren spannenden Referenten diskutieren wollen. Ich bedanke mich bei allen, die zum Gelingen und zur Vorbereitung dieser Veranstaltung beigetragen haben und besonders auch bei der Kooperationspartnerin Deutsches Institut für Urbanistik, nämlich Ulrike Wolf. Ja, vielen Dank, Sabine Drewes. Und die müssen wir jetzt mal fragen. In Städten sind Flächen natürlich besonders knapp. Da muss man erst einmal anfangen, oder? Was würden Sie sagen? Was heißt es eigentlich, Flächenverbrauch mindern für Kommunen in ländlichen Regionen? Also das Deutsche Institut, erstmal ganz zu Anfang auch von mir ein herzliches Willkommen und ich freue mich über dieses Rieseninteresse, denn das Thema Flächenverbrauch ist ein Thema, was das DIFU schon lange beschäftigt. Wir sind ja an der Schnittstelle Forschung, Praxis und wir haben gesehen, das Flächenziel gibt es schon ziemlich lange, das heißt fast 20 Jahren und ein bisschen länger beschäftigt sich das DIFU mit dem Thema. Natürlich vorrangig als Deutsches Institut für Urbanistik aus Sicht der Großstädte, aber was wäre eine Stadt, wenn sie nicht ihr Umland mitdenkt? Also es ist ganz eng mit Stadt, Umland und in unterschiedlichen Nutzungen. Es ist ja immer eine Aufgabenteilung, wenn wir nicht auch da hinschauen würden. Und natürlich spielen da auch Klein- und Mittelstädte rein. Nur sie haben ganz andere Voraussetzungen. In Großstädten, die sind anders aufgestellt. Sie haben ganz andere Zuständigkeiten in den Ressorts und Möglichkeiten, aber auch andere Herausforderungen. Und die Motivationen sind auch in der Großstadt vielleicht noch anders und teilweise vielfältig. Also natürlich war ein wichtiger Treiber, warum das die Städte beschäftigt, das Thema Ressourcenschutz, nachhaltige Entwicklung, Klimaanpassung. Dazu wird auch mein Kollege, ich freue mich, dass er da ist, Thomas Preuß, auch noch ganz viel die Zusammenhänge offenlegen. In Großstädten treibt das Thema natürlich auch allein der Bodenpreis. Ich weiß nicht, in Stuttgart zum Beispiel, das ist ein Beispiel, es ist nicht nur Wohnen, sondern auch Gewerbe, das Urban Sandwich, nur um mal schon mal ein bisschen vorauszugreifen zu manchen möglichen Beispielen. Es sind in ganz vielen Handlungsfeldern, gibt es eben nicht nur ökologisch, es sind auch ökonomische Beweggründe, um das Ziel, eigentlich Flächen zu sparen, anzutreiben. Und umso erstaunlicher, dass eben es so schwierig ist, das selbstgesetzte Ziel zu erreichen. Vielen Dank, Ulrike Wolf. Ja, man muss sich jede Region genau anschauen und befassen muss sich aber die gesamte Republik mit den Flächen. Erstmal vielen Dank, Ulrike Wolf, Sabine Drewes. Außerirdische, die von oben auf die Erde schauen, müssen denken, was haben denn die Menschen hier gemacht? So sagte das mal Umweltökonomin Maja Göpel. Die haben ja lauter Parkplätze gebaut mit vielen Verbindungen, also Straßen. Und dann haben sie dazwischen noch ein paar Häuser eingesprenkelt. Die Menschheit müsse, so sagte Göpel, ganz anders über die räumliche Gestaltung ihrer Zukunft nachdenken. Thomas Preuß hat schon nachgedacht. Thomas Preuß ist ein Kollege von Ulrike Wolf, sagte sie gerade schon. Er, Agrarwissenschaftler, leitet das Team Ressourcen- und Emissionsschutz beim Deutschen Institut für Urbanistik, dem DIFU. Im Interview mit dem Deutschlandfunk sagte er, er sehe glaubwürdige Ansätze der Politik, den Flächenverbrauch zu mindern. Die Ampelkoalition setze neue Akzente. Das Interview gab er allerdings schon Anfang 2022. Und heute, was passiert da? Ist warum, wie anzugehen? Thomas Preuß bringt uns jetzt ganz grundsätzlich auf den Stand der Dinge. Freut mich sehr. Schön, dass Sie da sind, Thomas Preuß. Ihr Screen, Ihr Impulsvortrag, kommunale Strategien gegen Flächenverbrauch. Was hat das mit Klimaschutz zu tun? Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, meine sehr geehrten Teilnehmenden. Ich darf Ihnen ein paar Impulse für die heutige Veranstaltung geben, für die Diskussion, die wir nachher führen wollen. Werde aufs Thema Flächenkreislaufwirtschaft zu sprechen kommen, auf die Flächenziele, die schon angerissen wurden, und werde etwas zu einem Dialogformat zwischen Bund und Ländern sagen und dann auch einige Beispiele nennen, wie man mit dem Thema Fläche vorankommt. Eingangs mein Statement, es geht mehr um mehr als Fläche.
Denn, so zeigt das dieses Bild, es geht um die ganz großen Herausforderungen, die uns bewegen, die wir auch täglich in den Medien wahrnehmen. Es geht um das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung. Wir sehen, dass die zunehmende Versiegelung im Grunde auch die Versickerung behindert, dass wir Starkregenereignisse dadurch viel stärker erleben. Und wir haben schließlich auch Hitzeeffekte, die sich insbesondere in den Städten, in den verdichteten Quartieren besonders bemerkbar machen. Und wir haben durch die Versiegelung eben einen beschleunigten Oberflächenabfluss. Wir haben dazu auch noch das Problem, dass die Grundwasserleiter zu wenig wieder gefüllt werden. Und das ist eine Tendenz, die wir in den letzten Jahren beobachten können. Und einen Anteil daran hat sicherlich auch die Siedlungspolitik der vergangenen Jahrzehnte. Ein wichtiges Thema, was damit zusammenhängt, ist das Thema Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch. Hier sind so ein paar Zahlen dargestellt, was das Bauen an Emissionen und Ressourcen verbraucht. Also 40% der Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs können auf den Bausektor und auf das Wohnen zurückgeführt werden. 50% der Rohstoffentnahmen aus der Natur, denken wir an Kies, der notwendig ist für die Herstellung von Beton, aber denken wir auch an Stahl und Holz oder Aluminium. Und der Bau produziert im Grunde auch große Abfallmassen, 50% des Abfalls, so die Erhebungen kommen aus dem Bau. Und weiter unten sehen wir nochmal den Energieverbrauch im Gebäudebereich. Das sind also fast 40% des gesamten Endenergieverbrauchs, der auf diesen Sektor entfällt. Das heißt, das ist auch ein Grund, über das Bauen neu zu denken. Und wenn wir uns selber mal kritisch betrachten, dann geht es auch um den Wohnflächenkonsum. Der ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Sie sehen jetzt eine aktuelle Zahl aus dem Jahr 2021. 47,7 Quadratmeter Wohnfläche beansprucht jeder Deutsche im Durchschnitt. Dieser Balken sagt noch nichts darüber aus, dass es da auch durchaus noch Unterschiede gibt zwischen Mieter- und Eigentümerinnenhaushalten. Also Eigentümerinnen beanspruchen im Schnitt mehr Wohnfläche. Und wenn Sie noch mal weiter reingucken in die Altersgruppen, die Wohnfläche beanspruchen, dann sehen Sie, dass das bei den über 65-, 70-Jährigen durchaus auch zu Werten von 80 Quadratmeter pro Kopf führen kann. Sie kennen, dass die alte Dame oder das alte Ehepaar, was im Familieneigenheim wohnt und dadurch eben statistisch hier voll zu Buche schlägt mit dem pro Kopf Wohnflächenverbrauch. Die Wissenschaftler nennen es Remanenz. Das Thema Eigenheim, es wurde schon angesprochen in der Intro, ist ein echter Zankapfel oder es ist ein Aufreger. Ich habe Ihnen hier so ein paar Headlines zusammengestellt aus verschiedenen Medien. Ich sage nicht, woher es kommt, aber da gibt es Leute, die sagen, was für eine Ressourcenverschwendung. Die nächsten sagen, oh, das deutsche Wohlstandsversprechen, warum es vorerst ans Ende gelangt ist. Dann wird gemutmaßt, Einfamilienhäuser werden verboten, Traum vom Eigenheim am Ende und Eigenheimwunsch spaltet die Gesellschaft. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten. Sie sehen hier also hier zwei Eigenheime. Sie sehen also oben das neu gebaute Eigenheim und Sie sehen in dem unteren Bild, im unteren Bereich, sehen Sie eben ältere Eigenheime. Das sind Häuser, die sind in die Jahre gekommen, genauso wie ihre Bewohnerinnen. Und das stellt uns vor Herausforderungen. Und ich habe hier nochmal ein Zitat von einem Wissenschaftler der Uni Basel reingestellt. Der hat in Wege von Befragung den Befund ermittelt, vor allem statusorientierte Menschen überschätzen den Zugewinn an Lebenszufriedenheit durch den Immobilienerwerb. Sagt, nicht immer wird das eingelöst durch den Bau eines Eigenheims, was man sich davon versprochen hat. Ja, die flächenpolitischen Ziele des Bundes, auch die wurden schon angesprochen. Viele von Ihnen haben das ganz richtig beantwortet. In der Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie 2016 wurde das 30-x-Hektar-Ziel deklariert. Wir haben allerdings auch noch ein Qualitätsziel aus der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Das ist von 2007. Und das besagt, dass die Innenentwicklung einen deutlichen Vorrang haben soll vor der Außenentwicklung im Verhältnis 3:1. Und Sie sehen rechts oben auch noch mal den Graphen der
Siedlungs- und Verkehrsfläche, die täglich in Anspruch genommen wird. Das sind 55 Hektar und wie eingangs schon gesagt wurde, das ist ein ganzes Stück weit entfernt von 30 minus x Hektar im Jahr 2030. Dann gibt es noch das Netto-Null-Ziel bis zum Jahr 2050. In der EU-Bodenstrategie fixiert, aber es stand auch schon im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung. Dieser Plan war aus dem Jahr 2016. Also seitdem ist auch dieses Ziel bereits im Raum. Und hier habe ich Ihnen mal mitgebracht aus einer Veröffentlichung von UBA und der Kommission Nachhaltiges Bauen, wie sich im Grunde die ökologischen und sozialen Dimensionen im Punkto Wohnraum, Bauen überlagern. Da geht es also auf der ökologischen Seite um Klimaschutzziele, um Ressourcen, um die Anpassung an den Klimawandel und an die Flächenneuinanspruchnahme. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, es geht nicht nur um Fläche. Und in der sozialen Dimension geht es um das kostensparende Bauen, um das Denken in Bau- und Lebenszyklen. Es geht um gesunde Wohnverhältnisse, Ästhetik, aber auch um Suffizienz. Suffizienz meint das, was ich vorhin ansprach, mit dem Wohnflächenverbrauch oder Wohnflächenbedarf pro Kopf. Und Sie sehen an der rechten Seite so ein paar Stellschrauben, da werden wir gleich noch drüber sprechen, denke ich. Bestand erhalten, das Quartier stärken, Regelwerke transformieren und auch Ausbildung, Vernetzung und Forschung stärken. Ja, der Bestand, ja, der Bestandserhalt ist ein ganz wichtiges Thema. Graue Energie steckt in allen Gebäuden und deswegen sollten wir, indem wir den Bestand entwickeln, die goldene Energie zutage fördern, indem wir sparsam umgehen mit Rohstoffen, Transportwegen, CO2-Emissionen vermeiden und im Grunde über Nutzung, Instandhaltung und auch eine zeitgenössische Gestaltung im Grunde auch eine lange Lebensdauer von Gebäuden gewährleisten. Ja, in dem Punkt darf ich Ihnen den Ansatz der Flächenkreislaufwirtschaft ganz kurz vorstellen. Das haben wir vor ungefähr 20 Jahren entwickelt im Auftrag des BBSR. Wir sehen hier ein Schema, außen ein orangener Ring, der beginnt mit dem Pfeil. Das ist der Lebenszyklus oder der Nutzungszyklus einer Fläche. Das beginnt mit der Planung, läuft über die Nutzung und die Nutzungsaufgabe bis zum Brachliegen und zur Wiedereinbringung einer Fläche mit den daraufstehenden Gebäuden in den Nutzungskreislauf. Und Flächenkreislaufwirtschaft besagt, das sehen Sie links oben mit dem dicken Pfeil, dass überwiegend Flächenpotenziale im Bestand mobilisiert werden sollen. Also Konversionsflächen, Baulücken, Stadtumbau, Brachen. Und links und rechts oben sehen Sie einen ganz kleinen Pfeil. Das ist die Neuausweisung von Flächen auf der grünen Wiese. Das soll minimiert werden. Und es sollen aber auch Flächen, für die absehbar keine bauliche Nutzung mehr in Frage kommt, dauerhaft aus dieser Nutzung entlassen werden. Was wir jetzt erleben, ist genau umgekehrt. Wir haben also überwiegend einen Input von Flächen auf der grünen Wiese und die Mobilisierung von Flächenpotenzialen, die kommt nicht so richtig in Gang. Deswegen kann man sich nochmal näher anschauen, was sind eigentlich Strategiebausteine des Flächensparens? Flächensparen ist ja so ein etwas abstrakter Begriff. Es sind im Grunde drei große Bausteine, die dazu zählen. Das ist einmal die wirksame Begrenzung und Steuerung der flächenneuen Anspruchnahme, also die berühmten 30 minus x Hektar, die wir schaffen wollen. Zum Zweiten die Mobilisierung von Bauland und Gebäuden im Bestand, also Innenentwicklung, Bestandsentwicklung. Und dann die Erhöhung der Effizienz der Flächennutzung. Da geht es im Grunde auch um bauliche Dichten, um angemessene bauliche Dichten. Wir alle wissen, das Eigenheim ist eine Bauform geringer baulicher Dichte und das Mehrfamilienhaus hat eine größere bauliche Dichte. Und wenn man sich jetzt die einzelnen Siedlungsstrukturtypen anguckt, von der Stadt bis zur ländlichen Gemeinde, da sind auch im Grunde diese Effizienzgegebenheiten durchaus unterschiedlich. Na, in dem einen haben wir vorwiegend mehr Familienhaus wohnen und in der anderen Struktur haben wir durchaus eine Dominanz von ein- und zwei Familienhäusern. Und ich habe es nochmal rot hervorgehoben, mehr Suffizienz im Bereich Wohnen. Ist ganz einfach die Frage, wie viel Wohnfläche brauchen wir eigentlich? Und damit sind wir beim nächsten großen Thema oder auch Aufreger, Abriss-Fragezeichen. Es gibt ein Abrissmoratorium, das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, das kennen Sie möglicherweise und das setzt sich für den Erhalt und den Umbau des Bestandes ein.
Dieses Moratorium adressierte die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Das heißt, ein ganz starkes Plazit dafür, nicht abzureißen, sondern den Bestand zu erhalten. Und ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Kontext ist der Umbau des Bestands. Da sehen Sie verschiedene Möglichkeiten oder Teilstrategien des Umbaus, von der Aufstockung über die Lückenschließung bis zum Anbau an Gebäuden, über die Umnutzung von Gebäuden, möglicherweise auch die Nutzungsänderung, zum Beispiel von Gewerbe in Wohnen und den Ersatzneubau. Auch das ist mit Abriss verbunden und ist möglicherweise aus CO2-Sicht jetzt nicht die ökologischste Variante. Und dann haben wir ganz klar, dort, wo Sie jetzt kein Haus sehen, die Nutzung von Brachflächen, wo früher mal Industrie war oder auch das Militär, und die Aktivierung von Restflächen, also Flächen, die bisher städtebaulich nicht so im Fokus standen, die aber durchaus eine Eignung für den Wohnungsbau besitzen. Nachverdichtung ist das große Thema. Hier ist mal so eine Simulation, wie Nachverdichtung aussehen könnte. Das hat natürlich etwas zu tun mit größerer baulicher Dichte, mit größerer Nähe, mit engerer Nachbarschaft, aber hat durchaus auch viele Vorteile, was Ressourcen- und Energieverbrauch betrifft, hatte ich das eingangs schon erwähnt. Wir haben im Auftrag des Umweltbundesamtes bereits im Jahr 2018 so einen Aktionsplan Flächensparen erarbeitet. Und wir haben geschaut, wie kann man denn das 30-Hektar-Ziel bis zum Jahr 2020 erreichen. Damals sind wir noch vom 30-Hektar-Ziel ausgegangen, von dem alten Ziel, weil der Auftrag schon vor der Novellierung des Flächensparziels ergangen war. Und wir haben im Grunde alle möglichen Instrumente, die Sie kennen, aus Planung, Kooperation, aber auch ökonomische Instrumente beleuchtet und sind zu dem Schluss gekommen, es gibt einen ganzen Werkzeugkasten voll geeigneter Instrumente. Was es braucht, ist eine konzertierte Aktion aller flächenpolitisch relevanten Akteure. Und es braucht Aktivitäten in drei Aktionsfeldern. Sorry, da bin ich wieder. Es geht um mehrere Aktionsfelder, nämlich das Aktionsfeld Kontingentierung einführen, um das Aktionsfeld Innenentwicklung stärken und das Aktionsfeld Fehlanreize abbauen. Wir haben auf Basis dieses Aktionsplans Flächensparen einen Bund-Länder-Dialog zum Thema Fläche betreut, beziehungsweise betreuen ihn immer noch seit ungefähr 3 Jahren und werden genau zu diesen Aktionsfeldern aktiv, haben verschiedene Veranstaltungen dazu durchgeführt. Es geht darum, diesen umweltpolitischen Diskurs zu führen, indem wir Bund und Länder an einen Tisch bringen, aber auch Akteure aus Wissenschaften, Kommunen und auch Regionalplanung da aktiv einbeziehen. Wir haben da verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Da haben wir uns über Innenentwicklung unterhalten, das Thema Kontingentierung der Flächen neu in Anspruchnahme. Wir haben über die Rolle der Regionalplanung gesprochen, das Thema Wohnraum schaffen und Flächensparen thematisiert und werden diesen Dialog auch bis 2024 weiterführen. Wir haben außerdem den sogenannten UBA-Flächenrechner weiterentwickelt. Das hat ein Kooperationspartner, das Büro Gerz Kutsche Rümenab, gemacht. Das heißt, das ist ein Informations- und Sensibilisierungswerkzeug. Da können alle Interessierten auf kommunaler Ebene, aber auch aus Zivilgesellschaft und Ebene von Ländern und Bund genau gucken, welche Flächenverbräuche hatten sie in den vergangenen 10 Jahren. Und welchen Anpassungsbedarf haben Sie, wenn man bezogen auf Ihre Einwohnerzahl den dort noch theoretisch erlaubten Flächenbedarf bis 2030 dagegen überstellt? Und wir haben dort verschiedene Reduktionspfade dargestellt, 30 Hektar pro Tag, 25 und 20 Hektar pro Tag. So sieht das aus. Das können Sie über einen Link direkt runterladen von der Informationsplattform Aktion Fläche. Das ist die zweite wichtige Aktivität oder die dritte sogar in diesem Projekt. Das heißt, da gibt es Informationen und das Thema Flächensparen, wie gesagt, den Link. Und wir haben einen Newsletter mit dem Titel Flächenportal News, der an einen festen Abonnentinnenkreis verteilt wird. Sie können sich da auch gerne als Abonnent oder Abonnentin registrieren, aktion-fläche.de. Wir haben in dem Projekt auch verschiedene Empfehlungen zum Erreichen des bundespolitischen Flächenziels bis 2030 formuliert. Wir haben das gegliedert in diese drei Aktionsfelder.
Und ich möchte es gar nicht detailliert beschreiben, aber verschiedene Ansatzpunkte, die hier als Überschriften zu sehen sind, möchte ich doch erwähnen. Es geht darum, ein quantitatives Flächenziel verbindlich zu implementieren. Dieses Ziel, wissen Sie, steht in der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, aber es ist für das Handeln der Kommunen oder auch der Länder nicht bindend. Genau das sollte geändert werden. Dann braucht es zweitens eine zentrale Rolle und Stärkung der Regionalplanung, denn dort werden die Leitplanken gesetzt, zum Beispiel für mögliche bauliche Dichten oder auch für die Kontingentierung der Wohnflächenbedarfe. Wir brauchen eine flankierende Kommunikationsstrategie, wenn man das Thema Kontingentierung transportieren möchte. Zum Thema Innenentwicklung sind wir der Auffassung, man muss das Thema neu denken. Das heißt, man muss es so denken, dass wirklich ein Umbau des Siedlungsbestandes in Gang kommt. Daran hapert es im Moment. Es braucht ein Monitoring der Flächenziele nach gemeinsamen Standards, also dass man immer voneinander weiß, wo steht Bundesland A, B und C oder wo stehen die Gemeinden meiner Planungsregion in puncto Nutzung von Flächenpotenzialen im Bestand und was haben sie auch noch an Flächen in ihren Flächennutzungsplänen stehen. Punkt 6, Folgekosten der Flächenneuinanspruchnahme quantifizieren, ist ganz wichtig, denn es geht darum, dass durch das Bauen nicht nur Geld eingenommen wird, sondern es kostet mittelfristig auch Geld für Infrastruktur. Förderprogramme auf Flächensparen ausrichten ist ein Punkt, der insbesondere auch die ländlichen Gemeinden betrifft. Daran mangelt es insbesondere dort. Viele Anreize auf den Prüfstand stellen, das heißt viele Programme fördern nicht die Nutzung des Bestands, sondern fördern teilweise auch noch die neuen Anspruchnahme von Flächen. Und damit möchte ich es erstmal bewenden lassen, was diese Tipps oder unsere Empfehlung betrifft. Noch ein paar Beispiele zum Thema. Ich habe mal geguckt, was passiert eigentlich in den Regionen, die nicht so im Blickfeld stehen, in den eher ländlichen Regionen oder in den peripher gelegenen Regionen. Ich habe hier ein Beispiel gefunden aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen. Da wurden barrierefreie Wohnhäuser gebaut für ältere Menschen. Ich habe vorhin das Thema Remanenz genannt und dass es für viele ältere Menschen an Wohnalternativen mangelt, das wissen wir. Und dort wurde also mithilfe einer Stiftung im Grunde auch etwas realisiert, was für ältere Menschen eine Alternative darstellen kann. Gleichzeitig wurde eine alte Schule in Kirchheiligen umgebaut als Wohnung für junge Menschen. Hier noch ein Beispiel, was im Moment noch nicht realisiert ist, die sogenannten Co-Dörfer, das Co-Dorf Wiesenburg im Flemingen. Co-Dörfer ist im Grunde ein Ansatz, wo es darum geht, kleine Häuser und großzügige Gemeinschaftsflächen zu bündeln, Co-Working Spaces zu installieren, Werkstätten, Kindergärten. Dort gibt es zum Beispiel auch noch ein altes Sägewerk, was im Grunde auch dann gemeinschaftliche Nutzungen und auch Nutzung mit öffentlichem Zugang ermöglichen soll. Und hier noch ein Beispiel aus Hamburg Hafen City, das Roots Holzhochhaus. Das zeigt, dass man mit Holz als Baustoff auch arbeiten kann und das nochmal zeigt, wie viele Ressourcen man dort spart. Beton, Stahl und Holz. Wir haben das mal umgerechnet. Das geht da ganz einfach auch um 450 Ladungen von Betonfahrzeugen, die dort nicht gebraucht werden, um so etwas zu realisieren. Ja, damit bin ich am Ende meines kleinen Vortrags und hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben für die Diskussion. Vielen Dank. Thomas Preuß, ganz herzlichen Dank Ihnen, vor allem auch für die praktischen Tipps, ganz wunderbar. Der Druck auf die Fläche ist einfach enorm. Und die Frage ist ja ein bisschen, was läuft da im Moment schief, wenn Sie sagen, es gibt die Instrumentarien, die da sind. Ingeborg Peine hat angemerkt, gerade kleinere Kommunen verfügen nicht über große Planungsteams und weisen daher immer wieder einfallslos die etablierten Einfamilienhausbaugebiete aus. Und dann kam hier noch die Frage, gibt es für Kommunen eine Verpflichtung zur Ausweisung neuer Baugebiete oder gibt es auch Beispiele für erlassene Baugebote oder Bauzwang im Nachhinein? Was würden Sie sagen? Also Kommunen müssen keine Baugebiete ausweisen. Was läuft da im Moment schief? Sind es die nicht so einfallsreichen Planer, zu kleine Teams, die keine Zeit haben?
Ich denke, es sind verschiedene Faktoren. Wir haben natürlich die schwachen personellen Ressourcen in den kleineren Gemeinden. Da gibt es häufig bloß ein Hauptamt und viele Planungsleistungen fürs Bauen oder für die Planung, Flächennutzungsplan, Bauungspläne und so weiter werden nach außen vergeben. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist aber auch das Eigentümerinnenverhalten von Bestandsgrundstücken. Denken Sie an die Baulücken, die häufig eben auch spekulativ vorgehalten werden, wo dann gesagt wird, das brauche ich für meine Kinder, deswegen wird das nicht verkauft. Das wird dann später mal bebaut. Häufig passiert das nie, dass dort die eigene Familie baut. Und es gibt im Grunde keinen Zwang, neue Baugebiete auszuweisen. Es gibt natürlich verschiedene Mechanismen. Es geht darum, Einkommensteuer zu generieren. Aber kleine Gemeinden sind teilweise auch zurückhaltend im Neubau, weil sie wissen, dass sie zu wenig soziale und technische Infrastruktur haben. Die müssten sie erst schaffen, damit Wohnen realisiert werden kann. Das kostet auch Geld. Das führt bei vielen Kommunen dazu, dass sie da zurückhaltend sind. Und es gibt natürlich, ich sag mal, in den angespannten Regionen durchaus auch Druck von Seiten der regionalen Raumordnung auf die Gemeinden, Bauland auszuweisen, weil dort ein eklatanter Wohnungsmangel herrscht und natürlich auch die Befürchtung besteht, dass man mit zu wenig Wohnungen auch keine Fachkräfte mehr in solche hochentwickelten Regionen bekommt. Thomas Preuß, herzlichen Dank bis hierher. Wir sehen Sie gleich zur großen Diskussionsrunde wieder. Sie bleiben zum Glück bei uns. Aber zunächst hören wir nur noch drei, die dran sind, die den Flächenverbrauch drücken wollen. Es sind, ich freue mich sehr, Leandra Pretzel, promovierte Landschaftsökologin und umwelt- und klimaschutzpolitische Sprecherin der Grünen im Rat der Stadt Münster. Da ist sie, schön Sie zu sehen. Sie sagen, ihr großes Ziel sei es, Münster klimaneutral zu machen. Münster, nordrhein-westfälische Universitätsstadt mit mehr als 320.000 EinwohnerInnen. Der Bürgermeister von der CDU will weg vom Einfamilienhaus. Der Stadtrat hat einen Leitfaden klimagerechte Bauleitplanung entwickelt, nachdem Reihen- und Doppelhäuser nur noch eine untergeordnete Rolle spielen und freistehende Einfamilienhäuser nur noch in besonderen Lagen möglich sein sollen. Wie es dazu kam, welche Wellen das auch geschlagen hat, hören wir. Leandra Pretzel, toll, dass Sie da sind. Ja, hallo in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Das Thema Einfamilienhäuser hat tatsächlich in Münster für viel Diskussion gesorgt. Wunderbar, ich stelle gleich nochmal Ihre beiden Diskussionspartnerinnen vor und dann kommen wir wieder zu Ihnen. Tanja Dorniden ist nämlich noch bei uns, Geografin, Expertin für Kooperation von Kommunen. Mit ihrem Büro Coco Kommunikation im niedersächsischen Bovenden bei Göttingen berät sie Städte und Dörfer, Landkreise und Regionen, wie diese sich für die Zukunft wappnen können. Wie lassen sich etwa Ortskerne stärken? Ein Modellprojekt, das sie koordiniert hat, heißt Umbau statt Zuwachs. Das war im Weserbergland. Daran beteiligt gleich 4 Landkreise mit 17 Städten und Gemeinden. Die Bevölkerungszahlen dort sind eher rückläufig. Was da genau passiert ist, sich getan hat und was davon beispielhaft sein kann, auch für andere Regionen, erzählt sie uns. Wie schön, dass Sie da sind, Tanja Dorniden. Ja, vielen Dank für die Einladung. Da berichte ich natürlich gerne drüber, denn ist ja klar, der Titel war Programm mit dem Umbau statt Zuwachs. Freut uns sehr, hören wir gleich. Aber zuvor stelle ich Ihnen noch vor Renate Berg, Architektin, Immobilienökonomin und Leiterin des Teams Projektsteuerung bei der Berliner Stadtentwicklungsgesellschaft List. Das Kürzel steht für Lösungen im Stadtteil. Entstanden ist List Ende der 80er Jahre. In West-Berlin war da eine Menge los zu der Zeit. Da wurden Häuser besetzt, um sie vom Abriss zu retten. In der Stadtentwicklung kam die Idee auf, bauliche Lösungen mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenzudenken. Renate Berg und ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen bis heute Initiativen und Projekte, um Konzepte für gemeinschaftliches Wohnen zu entwickeln. Wer sich da wie Räume wo teilen kann, klären wir. Herzlich willkommen, Renate Berg. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, dass wir da einige Projekte vorstellen können. Wunderbar, wir uns auch. Wer kann wo was voranbringen? Wir machen zunächst so eine Art Speed-Dating. Wir reden anfangs jeweils zu zweit, zu so 3 Minuten oder Sie machen eine Präsentation, damit wir ein bisschen Zeit haben und Sie Ihre Erfahrungen schildern können. Wir fangen mal mit Leandra Pretzel an. Leandra Pretzel, Münster ist ohnehin berühmt
klar, aber im Mai dieses Jahres wurde es noch ein bisschen berühmter. Als Sie diese neuen Regeln für die Bauleitplanung aufgestellt haben, zerplatzt nun der Traum junger Familien, schrieb die Neue Westfälische Zeitung. Das kommt faktisch einem Verbot des Einfamilienhauses gleich. Die Welt, der WDR, die Tagesschau, alle haben berichtet. Alle sorgten sich um die Zukunft des Einfamilienhauses in Münster. Würden Sie die Debatte noch mal genau so führen? Also ich glaube, ich würde die Debatte immer wieder führen, beziehungsweise die Frage immer wieder aufwerfen, inwieweit wir uns noch leisten können, auch in Städten wie Münster eben noch weiter Gebiete mit freistehenden Einfamilienhäusern auszuweisen. Man muss ja hier auch immer gucken, in der Diskussion wird ja immer gerne vieles in einen Topf geworfen. In diesem konkreten Fall in Münster ging es tatsächlich vor allem primär um freistehende Einfamilienhäuser. Einfamilienhäuser gibt es ja auch in Form von Doppelhäusern oder Reihenhäusern. Aber das freistehende Einfamilienhaus ist ja eben auch die Wohnform, die einfach am meisten Fläche verbraucht. Das haben wir ja auch eben schon gehört. Und um vielleicht noch mal kurz zu erklären, was genau eigentlich in diesem Leitfaden steht oder was diese Diskussion entfacht hat, war, dass also dieser Leitfaden fast verschiedene Maßnahmen zur Umsetzung von Klimaschutz und Klimaanpassung im Rahmen der Bauleitplanung, im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung zusammen. Und ein Aspekt dieser Klimaschutzmaßnahmen ist eben das Thema Fläche, also flächensparendes Bauen, aber auch städtebauliche Dichte. Und da taucht eben das Einfamilienhaus an zwei Stellen auf, wo dann eben steht, dass Planungen von freistehenden Einfamilienhäusern nur noch in Ausnahmefällen eben zugelassen sind oder durchgeführt werden sollen. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass es für diese verschiedenen Themenfelder Prüfkriterien gibt. Und dann gibt es dann immer drei Kategorien. Das eine sind eben verbindliche Vorgaben, dann gibt es aber auch noch anzustrebende und ambitionierte Vorgaben. Und es ist sozusagen keinesfalls in diesem Leitfaden verbindlich, dass Einfamilienhäuser tatsächlich, wie es denn dargestellt wurde, verboten sind, sondern es ist sozusagen ein anzustrebendes Ziel und es muss in jedem Einzelfall dann eben immer geprüft werden, auch abhängig von der Lage, ob in dem bestimmten Fall oder in dem bestimmten Baugebiet es sinnvoll ist, noch Einfamilienhäuser eben zu planen oder auch nicht. Aber das wird ja dann in der Öffentlichkeit oft auch relativ verkürzt dargestellt. Aber was wird der Leitfaden dann genau verändern? Was erwarten Sie? Ich erwarte, dass in der planerischen Praxis, in der Stadtverwaltung schon mit sehr viel mehr Bedacht und auch unter einem anderen Aspekt eben neue Baugebiete geplant werden. Also wir haben in Planungswerkstätten auch städtebauliche Dichteziele festgelegt. Also die Verwaltung plant mit Dichten von 55 bis 65 Wohneinheiten pro Hektar. Und die werden dann natürlich auch in der konkreten Bauleitplanung oder in den Wettbewerben auch angesetzt und umgesetzt. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der immer geprüft wird, aber natürlich im Einzelfall abhängig. Also da wird zum Beispiel sehr stark unterschieden, liegt das Baugebiet in einem Außenstadtteil, das schon von vornherein von Einfamilienhausbebauung geprägt ist, oder ist es ein innerstädtischer Bereich, wo drumherum schon auch zum Beispiel sehr hohe Baudichten sind, dann wird da von vornherein auf jeden Fall auch dichter geplant. Aber dass das auf jeden Fall immer stärker Berücksichtigung findet, dass es natürlich auch ein Prozess ist, aber das sehe ich schon. Wie ist denn das politisch gelaufen? Würden Sie das anderen Gemeinden auch empfehlen, so einen Leitfaden zu entwickeln? Wie lange hat das gedauert? Und Sie haben ja eine Dreierkoalition, SPD, Grüne und Volt. Ist ja nicht so einfach. Genau, wobei dann man da auch noch sagen muss, wir haben auch keine eigene Mehrheit. Also das macht es dann doch mal ein bisschen spannender. Und man muss dann noch mal zwei Sachen vielleicht benennen. Also einmal ist dieser Prozess tatsächlich über mehrere Jahre auch gelaufen und er vereint, oder dieser Leitfaden, der jetzt sozusagen auch immer weiterentwickelt werden soll, das ist jetzt die Version 1.0, vereint verschiedene Beschlüsse, die der Rat gefasst hat, und eben Leitlinien, die in verschiedenen Werkstätten, in verschiedenen Prozessen gemeinsam mit Verwaltung und Politik erarbeitet wurden. Und das, was wir sozusagen im Mai als Leitfaden, sozusagen als Zusammenfassung dieser ganzen Prozesse und Beschlüsse vorgelegt bekommen haben, war ein sogenannter Bericht. Das heißt, über den kann man als Rat dann gar nicht abstimmen, sondern man nimmt den nur zur Kenntnis.
wo die Verwaltung es dann ihre Planungspraxis in diesem, mit diesem Leitfaden vorgelegt hat. Und natürlich geht man dann jetzt hin und schaut sich die Aspekte alle einzeln nochmal an und schaut, wo kann man eben noch im Sinne des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nachsteuern, wo kann man vielleicht noch mehr verbindliche Ziele auch festlegen. Vielen Dank erstmal, Liana Pretzel, gerne, bis hierher. Und meine Damen und Herren, bei allen Nöten auf dem Wohnungsmarkt stehen in Deutschland auch 1,7 Millionen Wohnungen leer. Das erklärte SPD-Bauministerin Clara Geiwitz, das war schon im Frühjahr. Der Großteil davon steht in ländlichen Regionen. Gelinge es, das Leben, so Geiwitz, auf dem Land attraktiver zu machen, würde das den Wohnungsmarkt in den Städten entlasten. Deal? Geht es wirklich? Fragen wir nach bei Tanja Dorniden. Tanja Dorniden, ist realistisch, was Clara Geiwitz da vorschlägt? Wie sieht es in Regionen wie dem Weserberggang aus? Wie attraktiv können die eigentlich werden und was beschäftigt die Bürgermeisterinnen und Landräte dort? Was hat Ihr Projekt gezeigt? Ja, wir sind natürlich gleich mittendrin in der Diskussion. Also Metropole und ländlicher Raum unterscheiden sich schon, zum Beispiel hinsichtlich der Nachfrage nach Wohnraum. Und der Anlass für das Projekt Umbau statt Zuwachs waren tatsächlich die erschütternden Bevölkerungsprognosen 2010. Also für die nächsten 10 Jahre waren da bis zu 27% Bevölkerungsverlust für einzelne Städte und Gemeinden prognostiziert. Das hat sich nachher nicht realisiert, das weiß man aber mal erst im Rückblick, dass es nicht so dramatisch geworden ist. Aber wir haben natürlich Schrumpfungsräume und wir haben vor allen Dingen Alterungsräume. Und auch dieser Aspekt ist ja vorhin angesprochen worden. Ich sag mal, wenn das Nest zu groß wird, weil die Küken dann alle ausgeflogen sind. Auch das eine echte Problematik in solchen Schrumpfungs- und Alterungsräumen. Das war die Region Weserbergland Plus. Das sind die Landkreise Holzminden, Hameln-Pyrmont, Schaumburg und Nienburg, so an der Weser entlang von Süd nach Nord, in unterschiedlichem Maße von der Problematik betroffen. Das war ein Modellprojekt des Landes Niedersachsen und das war insofern tatsächlich modellhaft und ein neuer Aspekt, als dass die Kommunen sich zusammengeschlossen haben, um mal gemeinsam darüber nachzudenken, wenn sie denn schon diese Problematik teilen in mehr oder minder gleichem Maße, welche Strategien kann man dann entwickeln, um damit umzugehen. Wir sind da ja nicht nur bei dem Thema leerfallende Gebäude, wir sind ja auch bei dem Thema nicht mehr genutzte Infrastruktureinrichtungen. Also von leitungsgebundenen Infrastrukturen, also Abwasser, Klärwerke, die nicht mehr ausreichend versorgt werden mit Abwassern zum Beispiel. Oder Schulen, wir haben damals intensive Diskussionen auch geführt über die Frage, müssen Schulen geschlossen werden im ländlichen Raum, weil einfach die Klassenstärke nicht mehr gegeben war. Also da hatten wir schon sehr massive Herausforderungen und es war ein sehr cleverer Gedanke zu sagen, das nicht alleine lösen zu wollen, also in dem üblichen Wettbewerb, und der Wettbewerb ist immer die Nachbarkommune, die direkt angrenzt, sondern ganz im Gegenteil den Schulterschluss zu wagen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Und das war tatsächlich auch der spannende, der ertragreiche, der innovative Teil, also die Kommunen rauszulösen aus ihrem Einzelkämpfer-Dasein und die Kraft zu suchen in dem gemeinsam darüber nachdenken. Das war ein Projekt mit vielen Arbeitsgruppen und gearbeitet haben die operativen Ebenen der Städte und Gemeinden, also Bauamtsleitungen waren da in der Regel vertreten, aber auch die Hauptverwaltungsbeamten und Beamtinnen waren da mit drin, also Bürgermeister, Bürgermeisterin, Landräte, Landrätin, die waren in diesen Zirkeln mit drin. Es ging also tatsächlich darum, wie kann man Kraft auch bündeln und wie kommt man in eine ertragreiche Diskussion. Ich denke, die war schon sehr spannend geführt, das Projekt lief über 3 Jahre und hat dann, weil es so inspirierend war und so viel Bewegung ausgelöst hat, hat es eine Nachfolge gefunden. Und sind wirklich Flächen gespart worden im Verlauf des Projektes? Ja, das ist jetzt so eine Geschichte, misst man das? Ich glaube, wenn man das messen würde in Quadratmetern oder meinetwegen auch etwas größer, dann wäre jetzt sicherlich nicht die Erkenntnis, okay, ein 3-Jahres-Modellvorhaben rettet jetzt die Welt und ändert jetzt mal so alles. Also ich glaube, da würden wir zu hoch pokern. Das findet nicht statt. In einzelnen Dingen, ja, gab es Veränderungen und hat es vor allen Dingen Prozesse, dieses Modellvorhaben Prozesse angestoßen, die auf längere Sicht vielleicht das mal auslösen und bewegen können, was im Vortrag so deutlich geworden ist. Das Flächensparziel haben wir schon lange, auch schon lange verankert. Und ich glaube, wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem. Wer vorhin dem
Vortrag von Herrn Preuß gefolgt ist, hat ja ganz oft nicken können, sagen können, ja, genau, und das wissen wir schon und das haben wir schon. Es gibt schon Instrumentenkoffer, die stehen schon auch vom DIFO bereitgestellt, seit mehreren Jahren da oder von der Stiftung. Aber die Frage ist doch, warum werden sie denn nicht benutzt? Und das ist, glaube ich, der spannende Punkt, dass dieser Wille, diesen Instrumentenkoffer zu bespielen und ihn zu ergänzen um die Instrumente, die man vielleicht noch darüber hinaus braucht oder die man vielleicht jetzt braucht, dass dieser Wille erst einmal da sein muss. Und dann bin ich bin super dankbar für so eine Initiative wie in Münster, weil Sie haben ja relativ, verzeihen Sie den Ausdruck, schlicht gemacht, dass Sie die Beschlüsse, die ohnehin da sind und das, was an Rahmen überhaupt schon da ist, das mal verbindlich in einer Leitlinie zusammenzufassen. Und das macht schon so eine Welle. Ja, es ist ja eigentlich erschütternd. Und ich bin da super dankbar für so eine Welle, weil, glaube ich, das brauchen wir dringend, dass mal jemand diese Diskussion anstößt, damit es mal ernst gemeint wird. Ja, dann zeige ich dir doch mal kurz. Man kann die Präsentation hier sehen. Das ist das Handbuch, das aus dem ersten Modellprojekt, da 2010 war das ja schon, entstanden ist. Und ich habe so als Frage im Hinterkopf, was haben wir denn da rausbekommen? Und denke, das, was rausbekommen wurde, war die Identifikation von Bausteinen, die es braucht, um aktive Innenentwicklung zu betreiben und erfolgreich zu sein. Sie sehen das in diesem Häuschen da, das aus 6 Bausteinen besteht, die von einem Kümmerer sozusagen als Dach betreut werden. Und ganz außenrum ist noch etwas, das Netzwerk genannt ist. Und das waren also aus dieser Arbeit der Bauamtsleitungen und der Bürgermeisterinnen heraus, das, was nachher als Erkenntnis war, wir brauchen diese 6 Bausteine von der gemeinübergreifenden Entwicklungsplanung, Leerstandsmanagement, Marketing, die Förderprogramme, die Aktivierung, die Ortsentwicklungskonzepte, all das brauchen wir und es braucht jemanden, der sich dieses Themas annimmt. Und diese jemanden, die sich dessen annehmen, die müssen in einem Netzwerk miteinander verbunden sein mit den Akteuren, die sich dieses Ziel auf die Fahne geschrieben haben. Und das ist das Zweite. Also Umbaustadt Zuwachs hoch 2. Und gleich im Hintergrund, so ganz schattig, ist schon eins der Projekte drin, die in diesem Zuge zumindest mit entstanden sind. Das ist die Umnutzung einer Schule zu einem Kindergarten, also eine Nachnutzung eines Bestandsgebäudes statt eines Neubaus. Dieses Projekt war dann später, es ist 2020 geendet. Also wir haben schon eine Veränderung auch in der demografischen Dynamik. Aber nach wie vor haben wir eine alternde Gesellschaft und in vielen Bereichen Leerstand und Schrumpfung. Und das, was halt rausgekommen ist, Sie hatten ja gefragt, gab es ganz konkrete Ergebnisse. Also Hessisch-Oldendorf zum Beispiel hat hier mit Heiko Bibusch, der auf dem Foto in der Mitte sitzt, jemanden identifiziert, der in der Verwaltung ist und Hauptansprechpartner für alle Fragen, die sich mit der Innenentwicklung und der Belebung der Kernstadt befassen. Und der das ganz aktiv vorantreibt, diese Diskussion, was machen wir mit den Bestandsgebäuden? Und Sie haben bestimmt ein Bild von einer kleineren Stadt im Weserbergland, die ihre beste Zeit als Einkaufsmeilennummer weit hinter sich hat und vor allen Dingen geprägt ist von leeren Ladenlokalen. Und das ist schon, denke ich, von 22 Leerständen in der Langen Straße, das ist die Geschäftsstraße dort, auf 12. Das, denke ich, kann man schon als Erfolg verbuchen. Etwas, was auch Entscheidungen erstmal ermöglicht. Ich muss erstmal den Mut haben zu sagen, ein Mitarbeitender ist dafür auch zuständig und darf sich darum kümmern. Nicht als noch ein Spiegelstrich im To-Do, sondern als seine Aufgabe. Ein Tool, das entwickelt worden ist für Niedersachsen, ist dieses Leerstands- und Baulückenkataster. Also als richtig fassbares Ergebnis 2013. Dieses Kataster gibt es auch immer noch, es funktioniert sehr einfach. Und zeigt Leerstände, potenzielle Leerstände, also jüngster Bewohner über 80 ist ein potenzieller Leerstand, den man dann sehen kann. Manchmal sind das ja auch Häufungen in ganzen Straßenzügen. Also das ist ein sehr einfach nutzbares und auch sehr kostengünstiges Planungstool, das in diesem Modellvorhaben entwickelt worden ist. Dann haben wir Kooperationen, die daraus entstanden sind, also in diesem Fall 4 Orte, ein Weg, 4 Samtgemeinden im Landkreis Nienburg, die zusammengehen und aus diesem Projekt der gemeindeübergreifenden Entwicklungsplanung sich gemeinsam darüber Gedanken machen, wo sind denn ihre Flächenreserven, wo sind ihre Infrastruktureinrichtungen, wie kann man das so steuern, dass man in Kooperation
eben ökonomisch Suffizienz, war vorhin das Stichwort, entwickeln kann und eben nicht in der Konkurrenz, wo der Gegner immer gleich hinter der Gemeindegrenze residiert. Das hatte diesen schmucken Namen Helimast. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie ein Schweinefutter. Inzwischen heißt es dann eher Hewest, weil auch eine Fusion von zwei Samtgemeinden daraus hervorgegangen ist. So, dann der Kommunale Innenentwicklungsfonds, auch so etwas können wir uns lösen aus den Fesseln vom Land und Bund und Europa vorgegebenen Förderkulissen. Können wir eine eigene Förderkulisse aufziehen als kommunaler Verbund, der uns hilft, gute Projekte der Innenentwicklung zu entwickeln und umzusetzen. Das ist dieser Kommunale Innenentwicklungsfonds, der im Landkreis Nienburg mit allen Samtgemeinden und Gemeinden dort umgesetzt worden ist. Und wer weiß, wie politische Beschlüsse gefasst werden, hat sofort großen Respekt davor, weil wir brauchen dann ja in allen Gemeinden und Mitgliedsgemeinden gleichlautende Beschlüsse, damit das so funktionieren kann, dass klar ist, alle Gemeinden zahlen ein, im Wettbewerb der besten Ideen werden gute Ideen der Innenentwicklung dann unterstützt. Und der Fonds ist relativ groß, 650.000 Euro, glaube ich, im letzten Durchgang. So, es gab natürlich auch ganz kleine Maßnahmen und die gibt es auch. Das ist jetzt allerdings auch nicht sagen wir, das, was die Welt rettet, aber was auf jeden Fall die Welt für die Menschen in dem jeweiligen Ort ein Stückchen schöner macht. So etwas wie dieses hier im Rahmen des zweiten Projektes gab es ein kleines Budget für Vereine, Verbände, dass die mit wenig Antragsaufwand abrufen konnten, um zum Beispiel wie hier den Materialeinkauf zu regeln, dass sie ihren Platz, ihre Ortsmitte mit eigener Kraft wieder schöner machen können. Wunderbar. Manchmal geht es nur um so Kleinigkeiten, vielleicht eine Sitzbank in der Ortsmitte oder was auch immer, um wieder Treffpunkte auch zu schaffen. Sie haben es gesagt, vielen Dank, Tanja Dornin, erst einmal. Sie haben es gesagt, da stehen dann häufiger mal Geschäfte, Werkstätten oder auch Gewerbegebäude natürlich in Orten leer. Es ist die Frage, kann man die eigentlich anders bewohnen und auch neue Wohnformen für solche Orte schaffen? Mancherorts sind es ja sehr Instagram-taugliche Geschichten, Elektrizitätswerke, Kirchen, Fabriken, Weltkriegsbunker. Oder geht es auch über Instagram-tauglich hinaus? Das fragen wir jetzt Renate Berg. Also Renate Berg, was glauben Sie, welche Alternativen zum Einfamilienhaus im Speckgürtel sehen Sie? Haben Sie auch entwickelt? Sie haben eine kleine Präsentation. Genau. Ich schlage vor, wir gucken uns die Präsentation an. Dann wird es ein bisschen griffiger und bleibt nicht ganz so abstrakt. Genau, das zu meiner Person, bin ja vorgestellt worden. Ich bin auch noch Vorstand einer kleinen Genossenschaft und auch Vorstand im Wohnbund e.V. Da komme ich am Ende nochmal zu. Wir können sonst gleich weitergehen zur nächsten Folie. Genau, bei der List mache ich vor allen Dingen das Mittlere, die Projektsteuerung und aber auch die Projektentwicklung, Wohnen und andere Projekte. Und wir machen aber auch viel Beteiligungsverfahren und Nachbarschaftsentwicklung. Also insofern sind wir da relativ breit aufgestellt und vor allen Dingen, das ist jetzt wichtig bei dem, was ich auch sage und bei den Projekten, wir können Akteure zusammenbringen und das ist auch was es braucht bei solchen Entwicklungen. Dann können wir auch schon gleich weitergehen zur nächsten Folie, dann geht es nämlich los. Also ich stelle zwei Projekte vor, die jetzt gerade so richtig im Bau sind, also in der Mache, auch im Bau, in der Ausführung. So, das eine ist das Projekt Alte Brauerei Templin. Das ist, wie der Name schon sagt, einmal in Templin, quasi der Hauptstadt der Uckermark im nordöstlichen Brandenburg. Und das ist eine Kleinstadt. Es ist ein altes Brauereiareal mit industriellem Baubestand. Das ist auch ein Industriedenkmal. Besteht aus einmal links das große mehrgeschossige Gebäude, das Sudhaus, und dann gibt es noch zwei Wirtschaftsgebäude, die man da auch sieht. Das Ganze hinter den Gebäuden ist der Templiner Kanal, also man hat eine sehr schöne Wasserlage. Und dann werden da noch zwei Neubauten ergänzt. Das eine quasi da, wo man jetzt quasi als Fotograf oder Fotografin stünde, und dann nochmal eins an der Straße. Und da werden Wohnungen reingebaut. Und zwar einmal zum Teil einfach nur Geschosswohnungen, zum Teil Maisonetten, zum Teil in diesen Wirtschaftsgebäuden, aber auch sowas, was man, ja, man könnte es auch fast als irgendwie Reihenhaus bezeichnen.
Das Ganze wurde initiiert im Prinzip von Architekten, die da unterwegs sind. Die haben sich das ausgedacht und die Projektentwicklung gemacht und mit dem Bürgermeister gesprochen und so weiter und so fort. Und das ist so das Ziel, was so aus der Gründergeneration, das habe ich da jetzt so abgeschrieben, da eben es geht um die Sanierung und Ergänzung von den Denkmalobjekten mit Wohngebäuden und der Schaffung einer lebendigen Hausgemeinschaft. Wir können zur nächsten Folie gehen. Da sieht man das Ganze im Rendering von den Architekten jetzt von der anderen Seite. So soll es zukünftig mal aussehen. Ganz rechts jetzt wieder das Sudhaus mit auch angebauten Balkonen und die anderen Gebäude. Wir haben da umfangreiche Untergeschosse, das da wo mit Eiskellern und diesen Bierkellern etc. pp., die gucken da jetzt quasi aus dem Hang raus und werden auch noch ergänzt. Das ist außerdem aber auch noch ein Fledermausschutzgebiet, was da realisiert wird. So, noch kurz ein paar Basics zum Grundstück. Also es wird noch ein Grundstück abgetrennt. Da wird noch ein Vorderhaus gebaut für betreutes Wohnen durch einen sozialen Träger. Die Freifläche wird dann von dem Trägerwohnen und auch dieser Baugruppe dann gemeinsam genutzt. Die Gruppe selber schafft da jetzt 20 Wohneinheiten. Insgesamt im Bestand und Neubau, das ist Wohneigentum, also sie bauen als GbR und sie werden später die Rechtsform einer WEG haben. Und es gibt auch Gemeinschaftseinrichtungen, also der große ehemalige Sudraum wird ein Gemeinschaftsraum. Es gibt noch ein kleines Gartenhaus im Bestand, das wird dann eine Sauna. So, und das ist eigentlich so das, was zu dem Projekt zu sagen ist. Wie gesagt, wir sind gerade im Bau, daher gibt es jetzt noch keine Fertigfotos. Ich kann auch ein anderes Projekt vorstellen, was wir auch gerade schon ein bisschen weiter ist in der Realisierung. Genau, das ist Projekt Wohnkunst in Biesenthal. Das ist in Biesenthal, das ist im Landkreis Barnim, etwas dichter an Berlin ran, 6000 EinwohnerInnenort. Das ist jetzt mehr von der Gruppe gekommen. Da hat sich eine Gruppe zuerst die Gruppe gebildet und zusammengefunden, das ist jetzt deren Ziel, was da unten steht, ein generationengemischtes und barrierefreies und sozial-ökologisches und respektvoll sensibles Wohnumfeld sich selber zu schaffen. Wir können auch schon zur nächsten Folie gehen. Es besteht im Prinzip aus drei oder zwei Neubauten, je nachdem, wie man das sieht. Alles mit Geschosswohnungsbau. Insgesamt werden 26 Wohneinheiten geschaffen. Das ist jetzt tatsächlich ein Erbbaurechtsgrundstück. Also das Grundstück wurde gekauft von der Stiftung Trias zusammen mit einer Pensionskasse. Die Genossenschaft hat das Erbbaurecht da dran. Und außer den Wohnungen entsteht eben auch noch ein Atelier, eine Werkstatt, ein Gemeinschaftsraum, eine Gästewohnung für alle. Einen Garten gibt es selbstverständlich auch. Und was sie auch noch schaffen, ist sie finanzieren eine Wohnung mit für Geflüchtete, um die zur Verfügung zu stellen. Wir können zur nächsten Folie gehen, genau. Also ich hatte es erwähnt, ich bin auch noch Vorstand im Wohnbund. Ich bin auf verschiedene Art und Weisen mit der Nachfrage nach Wohnungen und auch Wohnen im ländlichen Raum konfrontiert. Also einerseits berate ich diese Gruppen, andererseits kümmern wir uns auch wohnungspolitisch darum. Also das machen wir zum einen bei der List, zum anderen aber auch beim Wohnbund. Es gibt halt auch verschiedene Netzwerke und Beratungsstellen, die eben auch das Ganze voranbringen. Beratung zur Verfügung stellen, auf ganz verschiedene Art und Weise Informationen liefern und das zum einen für AkteurInnen und Akteure, die sowas halt machen, aber auch so für zukünftige Nutzer, Nutzerinnen, also für also sozusagen alle Interessen bedienen, also zum einen Grundstück sucht Projekt, aber auch Projekt sucht Grundstück, so, ne? Oder auch für Leute, die sowas eben auch anbieten oder vorantreiben wollen. Wir vom Wohnbund, wir haben 2018, im Prinzip es kam dann Anfang 2019 raus, auch ein Wohnbund-Informationen-Heft gemacht, das heißt jenseits der Zentren, was sich eben ausschließlich mit Wohnprojekten im ländlichen Raum beschäftigt, wovon es ganz viele verschiedene gibt. Und an Beratungsstellen gibt es dann jetzt gerade für gemeinschaftliches Wohnen eben zum Beispiel jetzt eben noch das Forum für gemeinschaftliches Wohnen auch als bundesweites Beratungsnetzwerk.
Und Co-Housing eben auch, habe ich jetzt einen Bildschirmabdruck da gemacht. Da zu sehen ist jetzt zum Beispiel Hof Prediko. Das ist auch ein genossenschaftliches Wohnprojekt, was gerade in Brandenburg entsteht. Das ist da jetzt gerade auf dem Bild. So, und was ich jetzt auch noch erwähnen wollte, jetzt bei dieser Gelegenheit, ist auch noch so das Netz für gemeinschaftlichen Wohnen in Sachsen, eben die dezentrale Sachsen.de, weil jetzt auch das ist eben ein Beratungsnetzwerk, wird öffentlich finanziert. Und da wird es tatsächlich auch übermorgen sogar eine Veranstaltung zum Thema mit dem Titel Dachgenossenschaften jenseits der Großstädte, ist ein Präsenztreffen. Also es gibt so ein, eigentlich gibt es schon ein ganz, ganz großes und vielfältiges Angebot. Sobald man anfängt, irgendwie reinzugucken, wird man auf immer mehr Informationen stoßen dazu. Ja, wunderbar. Und, ja. Renate Berg. Ganz herzlichen Dank. Hier gibt es sehr, sehr großen Diskussionsbedarf. Deshalb holen wir jetzt mal sofort Thomas Preuß dazu und beginnen sofort die Diskussion. Und die Diskussion, die Fragen drehen sich erst einmal nochmal darum, wie ist eigentlich der Stand der Dinge? Hier fragt zum Beispiel jemand, werden wir demnächst vielleicht eine Überangebotsschwemme an Einfamilienhäusern Bestand haben, weil die Babyboomer zunehmend ins Altenheim umsiedeln? Diese 60er, 70er Jahre Bauten, Thomas Preuß, werden die jetzt nicht einfach frei und können dann wieder renoviert, neu bezogen werden? Das ist, glaube ich, auch die Frage, ob es zwischen den Familieneigenheimen und dem Altenheim noch irgendwie eine Zwischenstufe gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen nicht sofort ins Heim wollen. Denn viele sind ja im Alter noch vital, würden möglicherweise auch ihr Familieneigenheim verlassen, sich räumlich verkleinern, wenn sie eine Wohnalternative in ihrem Wohn- oder sozialen Umfeld hätten. Das ist aber oft nicht gegeben. Schauen Sie sich die ländlichen Gemeinden an. Da haben sie vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäuser. Und sie haben dort eine sehr geringe Diversifizierung des Wohnungsbestands. Wo bleiben denn die Wohnungen für ältere Menschen? Wo bleiben die Wohnungen für junge Erwachsene, die vor der Familiengründung stehen? Das hat doch auch alles was mit gleichwertigen Lebensverhältnissen zu tun. Das ist ja auch ein hohes Gut, was angestrebt wird. Und dazu zählt einfach auch, dass man den Wohnungsbestand in den Gemeinden diversifiziert, wo diese Menschen wohnen, die möglicherweise ein Eigenheim aufgeben. Und dann könnten diese Häuser an den Markt kommen und junge Familien hätten die Chance, so eine Bestandsimmobilie zu erwerben. Leander Pretzel, das ZDF berichtete Ende vergangenen Jahres, viele Studenten in Münster lebten auf einem Campingplatz. Ich meine, denen ist ja mit leerstehenden Einfamilienhäusern auch gar nichts geholfen. Haben wir wirklich ein Wohnungsproblem da und wie lösen Sie das? Ja, das war tatsächlich so und wir sehen das ja auch jetzt wieder zum Beginn des Semesters, also gerade auch viele Studierende, Münster ist ja eine Studierendenstadt, haben immer noch keine Wohnung gefunden. Also für eine Stadt wie Münster sehe ich da vor allem zwei Punkte. Also wir machen schon viel Nachverdichtung, aber wir müssen die Potenziale von Nachverdichtung auf jeden Fall noch weiter identifizieren und heben. Und da geht es nicht nur sozusagen um Nachverdichtung in der Fläche, sondern aus meiner Sicht auch Nachverdichtung in die Höhe. Also wir müssen irgendwie schauen, dass wir weiter Gebäude, Bestandsgebäude auch einfach aufstocken, weil wir so halt einfach auch nicht weiter Fläche versiegeln. Ja, das ist ja zwei auch ganz wichtige Aspekte in so einer Stadt wie Münster, wo wir ja nun einmal auf begrenztem Raum sozusagen leben und uns nicht unendlich ausweiten können. Zumal hier, darauf weist auch jemand aus dem Publikum hin, es ja auch eine Flächenkonkurrenz gibt zum Klimaschutz. Wir müssen, also die Städte sollen ja umgebaut werden, damit der Regen auch aufgefangen werden kann, damit es keine Hitzeinseln sind. Dafür braucht es Freiflächen. Steht dazu irgendwas in Ihrem Leitfaden drin? Ja, also wir haben in Münster ein ganz besonderes Instrument zur Sicherung von solchen Freiflächen. Das nennt sich Grünordnung. Münster hat ja auch eine ganz spezielle Stadtstruktur. Also wir haben die Innenstadt, wir haben mit der Promenade innerhalb der Stadt den ersten Grünring. Wir haben zwischen der Innenstadt und den Außenstadtteilen den zweiten Grünring. Und wir haben dann so sternförmig zulaufend Richtung Innenstadt sogenannte Grünzüge, die halt eben als Frischluftschneisen fungieren und auch zum Beispiel frische Luft in die Stadt dann auch reinbringen und so eine übermäßige Erhitzung vor allem im Sommer dann auch entgegenwirken können. Und diese Grünordnung ist zurzeit nur ein informelles Planungsinstrument, wird aber
mal mehr, mal weniger eben auch in den Planungen berücksichtigt. Also es ist tatsächlich so, sie wird immer wieder angeknabbert, weil wir halt in Münster schon ja seit langer Zeit eben dieses große Problem der Flächenkonferenzen haben. Wir haben jetzt aus meiner Sicht so ein Umdenken gestartet, dass wir tatsächlich sagen, wir schützen das mal konsequenter. Wir setzen das jetzt auch wirklich um und knabbern das nicht immer weiter an, bis vielleicht irgendwann von dem Grünzug dann doch nichts mehr da ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt auch versucht werden soll, über den Regionalplan gesichert zu werden. Und was ist mit Parkplätzen? Hier schlägt Rolf Böker vor, leider steht einer effektiven Nachverdichtung in Städten oft der zunehmende Stellplatzbedarf für Pkw und SUV der zusätzlichen Bewohner entgegen. Was macht man mit den Parkplätzen? Zumal die ja nun wirklich größer werden sollen, weil die SUVs immer größer werden. Nicht nur Wohnungen werden größer, auch SUVs werden immer größer. Also es gibt zum Beispiel den Ansatz, jetzt kommen wir ja schon in die Verkehrspolitik und Verkehrsplanung, also da sieht man mal wieder, wie alles so miteinander zusammenhängt. Also es gibt zum Beispiel Möglichkeiten von Quartiersgaragen, also dass man nicht mehr direkt vor seiner Haustür parkt, sondern dass man das irgendwo geballt unterbringt an einer Stelle und dann eben auch stapelt. Sowieso Parkplätze oberirdisch im Straßenraum sind ja einfach enorme Flächenverschwendung. Mit dem Platz könnte man ganz viele andere schöne Dinge machen. Das sind so zwei Aspekte, wie man zum Beispiel oberirdische Stellplätze reduzieren könnte. Renate Berg, warum hat Bauministerin Clara Geiwitz diese Idee der Nachverdichtung noch gar nicht so stark sich zu eigen gemacht, Einfamilienhausgebiete und so weiter nachzuverdichten? Was würden Sie sagen, was muss da jetzt auf der politischen Ebene passieren? Na, ich denke irgendwie einerseits halt irgendwie Aufklärung und Lobbyarbeit. Also letztendlich können wir mit dem einen, also ich bin auch der Auffassung, mit dem Einfamilienhaus können wir einfach so nicht weitermachen wegen Flächenfraß. Aber man muss natürlich auch den Mut haben, eben auch anderes auszuweisen und zu realisieren. Und das muss letztendlich, ich denke, man braucht irgendwie halt eben so Aufklärung und Arbeit von unten, aber dann eben auch die Politik, die top-down dann eben auch wirkt, um sich dann möglichst effektiv dann eben dem Ziel dann anzueignen. Was natürlich auch, glaube ich, immer hilft, sind Förderungen und Leuchtturmprojekte. Also Leuchtturmprojekte schaffen mit Strahlkraft, die dann einen hohen Neidfaktor auslösen und die Vorteile dann auch sehen, dass man halt irgendwie mit diesen Projekten auch viel Infrastruktur mitbringt und wirklich auch Standorte bekannter macht und wirklich auf der kommunalen Ebene auch total attraktiviert für andere. Und wenn man dann so etwas macht, gibt es dann keine Konflikte mit dem Naturschutz? Also hier schreibt zum Beispiel jemand, wenn wir schon bei Radwegen und so weiter so große Probleme bekommen und um jeden Radweg gekämpft wird, wie ist das dann mit solchen Bauprojekten, auch den Bauprojekten auf dem Land, wo dann ja auch Grünflächen verloren gehen? Gibt es da Proteste? Sind mir jetzt nicht bekannt, dass es da Proteste gibt, zumal ja auch die quasi ja auch eher im Innenbereich dann stattfinden. Also es ist ja nicht so, dass dann in den im ländlichen Raum, wo dann sowieso dann auch innerhalb von bebauten Gebieten Leerstand herrscht, also sei es jetzt leere Flächen oder leerstehende Gebäude. Also man hat dann ja nicht die Notwendigkeit, dass man dann noch auf die grüne Wiese geht. Vor diesen Gebieten. Also in der Regel geht man da nicht hin, zumal handelt es sich in der Regel auch im Außenbereich, wo man auch gar kein Baurecht hat. So. Aber da kann man jetzt natürlich wieder an Nachbarn gehen, aber eigentlich, also die Projekte, die ich kenne, und das sind nicht wenige, da wird es eher begrüßt, dass endlich da mal was passiert oder dass da so viele nette Leute hinziehen oder manchmal ist man auch nicht allein. Also das eine Projekt, was ich da gezeigt habe, in Biesenthal, da wird nebenan auch eine Kita gebaut, halt parallel so, ne? Also das geht da halt auch, geht auch oft darum, halt Synergien zu nutzen und ja auch wirklich dann auch zu revitalisieren und auch Leben reinzubringen, auch in diese Orte. Und wenn man diese Orte auch, diese neuen Projekte auch qualifizieren, dann bringen die ja auch Pluspunkte. So, ne, die haben dann, was ich, wenn da entsteht dann vielleicht noch eine Wohnung, die noch von anderen genutzt werden kann als Gästewohnung. Also andere können da auch mit rein. Oder es gibt einen Veranstaltungsraum oder es gibt ein Café. Manche bauen sogar Pflegeetagen oder halt auch noch einen Coworking Space etc. pp. Oder so, da gibt es ganz viele verschiedene Strukturen. Und das ist natürlich, wenn man so Mehrfachnutzung hat und solche Angebote, dann werden die natürlich dann auch umso attraktiver. Das meine ich so mit Leuchtturmprojekten, mit Strahlkraft. Da gibt es total viele gute Beispiele. Und die haben dann wenig Probleme. Und wenn ich da jetzt auch an die Brauerei Templin erinnere, das ist sogar ja, das ist ein Projekt, wo richtig Naturschutz auf der Parzelle
stattfindet. Und auch dafür gibt es Lösungen. Also die Fledermäuse bleiben da. Sie werden sogar, der Fledermausschutz wird da sogar mit dem durch die Neunutzung grundbuchlich gesichert und dauerhaft gesichert. Thomas Preuß, und wie kommt man da jetzt weiter? Also Ulrike Ehrecke fragt hier, wie schieben wir ein Umdenken in Richtung Lebensphasen angepasster Wohnraumversorgung, wie beispielsweise in England oder den Niederlanden an, um auch in Deutschland uns zu lösen von einmaligen Grunderwerb fürs Einfamilienhaus und dem lebenslangen Festhalten am Eigentum. Umzugswagen sieht man zurzeit in der Stadt selten. Wenn man umzieht aus dem Haus, sich womöglich verkleinert, wird es teurer. Trotzdem. Ja, ich denke, es gibt schon Potenziale in altgewordenen Einfamilienhausgebieten, dort den Wohnungsbestand diverser auszugestalten. Denkbar ist ja zum Beispiel, dass man freistehende Einfamilienhäuser miteinander verbindet und da zum Beispiel auch Reihenhauszeilen draus macht. Das ist sicherlich eine große Veränderung in so einem Gebiet. Man braucht in den Gebieten gleichzeitig natürlich auch eine gewisse soziale und sonstige Infrastruktur. Denken Sie an Einkaufen, denken Sie an Pflege, denken Sie an ärztliche Versorgung. All das könnte den Menschen ermöglichen, im Gebiet zu bleiben und möglicherweise auch, wenn sie ihr Haus umbauen, dort weiter zu wohnen und vielleicht eine weitere Wohnung zu schaffen, die vermietet oder verkauft wird. Das sind alles Möglichkeiten, die im Raum stehen. Nur stehen dort eben häufig auch baugesetzliche Regelungen im Wege. Also denken wir an die Bauordnungen, die es gestatten, ja vielleicht Garagen bis an die Grundstücksgrenze zu bauen, aber es nicht ermöglichen, Wohnraum bis an die Grundstücksgrenze zu errichten. Oder denken wir an den Paragraph 34 des BauGB, der eine der Umgebung angepasste Bauweise vorschreibt. Und dann ist eben die Frage, wie man da jetzt neu ins Geschäft kommt, um die neu anzustrebende Bauweise zu definieren. Das ist ein Verständigungsprozess, der in den Kommunen stattfinden muss. Das sind natürlich auch Ziel- und Interessenkonflikte auszutragen. Den Mut muss man haben. Ja, von Mut zur Entscheidung wurde vorhin schon gesprochen im Kontext von Münster. Und man müsste die Akteure in den kleinen Gemeinden eben dazu befähigen, in solche Prozesse einzutreten. Da braucht es natürlich auch die Darstellung von guten Beispielen, von neuen Paradigmen des Wohnens auf dem Lande oder auch im Stadtumland. Also die Idee, dass ein oder anderthalb Vollgeschosse das Ende der Fahnenstange sind oder das Ende der Vorstellung, davon sollte man sich verabschieden. Was spricht dagegen auch, in so kleineren Gemeinden oder Ortsteilen drei Geschosse zu realisieren? Davon wird das Dorf oder das Dorfbild nicht kaputt gehen. Ne? Dorfbild wird da immer herangezogen, um solche Verdichtungen im Grunde abzuweisen. Aber machen wir uns nichts vor. Diese Orte, um die es geht, die sind schon seit 60 Jahren überformt worden von einem Einfamilienhausgebiet, dem nächsten und dem übernächsten. Das ist also gewachsen wie so ein Eierkuchen. Und da sollte man wirklich genau hinschauen, wo ist das Dorfbild tatsächlich und wo sind die Chancen, die Siedlungskörper für die Zukunft fit zu machen. Tanja Dornin, wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie wird denn das in den Dörfern diskutiert? Wie kriegt man das? Ich habe ja auch schon zugehört und denke dann, das sind hehre Ansätze, also gute Beispiele, Leuchtturmprojekte, Mut vermitteln. Aber wenn, wer wie ich in den kommunalen Gremien auch unterwegs ist, und ich bin ja viel mit kleineren Städten und Gemeinden unterwegs, also davon ein Hinweis auf Göttingen, die da ein Beratungsangebot haben. Göttingen hat schon über 100.000 Einwohner und zählt schon zu den Großstädten, ist eher weniger mein Handlungsfeld, aber kleinere Kommunen, sondern muss am Ende ja immer ein Rat entscheiden über die Frage, was kann man sich denn an Siedlungsentwicklung vorstellen, wenn vielleicht auch innovative Projekte, wie Frau Berg sie vorantreibt, dort zur Diskussion stehen. Und wenn ich da jetzt so jeden Einzelnen jedes Mal abholen muss, dann ist das einfach ein sehr zäher Prozess und natürlich wird das irgendwann vielleicht gelingen, aber die Frage ist doch, haben wir überhaupt so viel Zeit? Denn im Eingangsstatement hieß es ja, dieses Ziel, Flächensparen, soll ja nun mehr oder minder morgen erreicht sein. Und wenn ich da jetzt darauf warte, dass da, sagen wir so, ein Selbsterkenntnisprozess einsetzt, dann glaube ich, also ich wäre da ein bisschen zu ungeduldig für so vielleicht und frage mich dann eher, haben wir nicht andere, also sind es nicht auch starke
Dinge der Verantwortung, die wir da, die wir jetzt realisieren müssen, also wo man vielleicht auch Vorgaben schaffen muss oder vielleicht gibt es auch andere Lösungswege. Also das immer wieder gleich wiederholen desselben Portfolios, nämlich des Einfamilienhauses im ländlichen Bereich, heißt ja auch, ich habe überhaupt kein alternatives Angebot. Also wenn es mein Bauchladen wäre, würde ich damit anders umgehen und würde ihn auf jeden Fall bunter bestücken, um resilienter zu sein gegenüber dem, was eben an Anforderungen in der Zukunft auf mich wartet. Und das sehen wir ja jetzt auch schon. Also wo bleiben Sie, Herr Preuß, Sie hatten das gesagt, wo bleiben die jungen Menschen? Und manche werden sie wirklich rausgedrängt aus ihrer Heimatgemeinde, weil es schlicht keinen Wohnraum gibt jenseits des Einfamilienhauses. Kaufe ich mir aber nicht mit 22. Also gibt es da nicht noch andere? Ich werde da so ein bisschen, bin da eher ein bisschen ungeduldig und bin gespannt auf so eine Wortmeldung dazu, wie vielleicht die Kollegen und Kolleginnen das sehen. Vielleicht muss man wieder in kleineren Häusern denken, die dann nicht so breit sind wie ein Einfamilienhaus. Es gibt einen Vorschlag von zwei Professoren an der TU München, die sagen, man muss die Einfamilienhäuser zu einer Reihenhaussiedlung umbauen. Der Garten bleibt erhalten im Hintergrund, aber an der Straße entlang wäre es eine Reihenhaussiedlung. Thomas Preuß, ist das eine Idee? Und dann müssen wir doch noch mal über Rechtsfragen reden, ob man nicht doch ans Recht noch mal ran muss. Machen wir gleich, aber sagen Sie kurz was zu Einfamilienhäuser werden zu Reihenhäusern. Ja, Sie haben eben die beiden Professoren aus München genannt. Das habe ich natürlich auch gelesen. Und das ist sicherlich ein Weg, um die klassischen Einfamilienhausgebiete der 60er, 70er, 80er Jahre fit zu machen. Aber ich möchte nochmal, nachdem ich in den Chat geschaut habe, sagen, dass natürlich solche Initiativen im großen Umfang sicherlich erst losgetreten werden, wenn die flächenneuen Anspruchnahme wirksam begrenzt wird. Das heißt, wenn man tatsächlich die flächenneuen Anspruchnahme kontingentiert, um den Flächenverbrauch sicher auf das 30 minus x Hektar Ziel hinzuführen. Wenn Sie das machen, wenn Sie also die Produktion von neuem Bauland begrenzen, dann werden Sie natürlich automatisch auch Impulse bekommen für die Entwicklung des baulichen Bestands. Und da sind dann unter anderem diese Einfamilienhausgebiete wieder im Spiel und dann werden Sie eine große Motivation erleben, tatsächlich solche Gebiete zu verändern, zu verjüngen und maßvoll zu verdichten. Kann man was machen über das Bundesbodenschutzgesetz, fragt hier jemand. Also welche durchgreifenden Veränderungen muss es geben, damit der Aspekt insbesondere des vorsorgenden Bodenschutzes, Entsiegelung, Schwammstadt und so weiter, Frischluftschneiden, nicht nur lediglich nachrangig im Rahmen der Bauleitplanung und der Baugesetze bleibt? Matthias Kock fragt das. Wer möchte das beantworten? Thomas Preuß, da müssen Sie nochmal ran. Oder Leander Pressel? Also ich denke, so eine wirksame Begrenzung des Flächenverbrauchs, das gehört eher in den Bereich der Raumordnung und ins BauGB. Der Bodenschutz ist ja eher die Materie, die den stofflichen Bodenschutz betrifft. Natürlich ist da auch die Versiegelung mit gemeint, wenn man von Bodenschutz spricht. Aber ich denke, wenn man es planerisch auf die Schiene setzen will, dann muss man, glaube ich, über den Weg der Raumordnung und das Baurecht gehen. Leandra Pretzel, Jannik Mauerer fragt, in vielen ländlichen Gemeinden sind Vertreterinnen in Gemeinde- und Ortschaftsräten oft selbst im familiären Besitz von Baulücken. Gibt es hier Kompetenzen auf Landes- oder Bundesebene, eine erhöhte Grundsteuer für solche lang bestehende Baulücken zu erheben? Allgemeiner gefragt, kann man über das Steuerrecht etwas regeln? Oha, da bin ich ehrlich gesagt total überfragt. Steuerrecht ist gar nicht mein Metier, aber die Idee klingt erstmal sinnvoll. Ich weiß, dass es zum Thema Leerstand durchaus Initiativen gibt, den sozusagen zu sanktionieren. Wie das mit Baulücken ist, das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber vielleicht können meine MitdiskutantInnen noch was dazu sagen. Ich weiß aus Paris, da wird geahndet, wenn Büroräume zu lange leer stehen. Die sollen nämlich möglichst umgebaut werden. Wer hat noch solche rechtlichen Ideen auf Lager? Bitte schön, Thomas Preuß.
Ja, wir hatten ja die Grundsteuerreform jetzt gerade erlebt und natürlich ist die Grundsteuer C ein Weg, unbebaute Grundstücke genauso zu besteuern wie bebaute Grundstücke. Einige Bundesländer gehen ja diesen Weg, nur ist es eben eine Frage der tatsächlichen Steuerlast, die dann schließlich zu tragen ist, die dann im Grunde so hoch sein muss, dass ein Anreiz besteht, eine Baulücke selber zu bebauen oder sie zu veräußern. Und dieser Anreiz ist also mit den Steuerlasten, die da rauskommen, meines Erachtens nicht gegeben. Aber ein Weg, über die Grundsteuer zu gehen, ist hier nicht machbar. Aber wer jetzt diesen schmerzhaften Prozess der Grundsteuerreform erlebt hat, der wird sich auch vorstellen können, dass da der große Wurf in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht gelingen wird. Meine Damen und Herren, Sie sehen, das ist eine ganz schön komplizierte Sache. Also, wer sich noch melden möchte, Ideen hat, Fragen, Anregungen, melden Sie sich gerne, einfach handheben. Wissen Sie, wie das geht bei Zoom und voten und fragen Sie gerne beim Fragen- und Antworten-Tool weiter. Tanja Dorniden hatte sich gemeldet. Hier habe ich nochmal einen Gedanke zu der Frage, kann man das steuerrechtlich oder kann man das über andere Rechtsformen in den Griff bekommen, die Problematik, die die Kommunen drückt. Und ich weiß aus den Kommunen, die in Schrumpfungsräumen sind, also die oft mit Leerstand zu kämpfen haben, eben vor allen Dingen in den Ortsmitten. Das ist eigentlich das größte Problem, das da ist. Da kann mir eigentlich jeder von erzählen, dass dann Gebäude sich einfach nicht verändern. Also auch zuweilen trotz Anreizinstrumenten sich nicht verändern, wie sie zum Beispiel die Städtebauförderung bietet, die ja durchaus attraktiv ist, um Investitionen zu stützen. Und dann ist das für die Kommunen eine totale Sackgasse. Sie können überhaupt nichts tun. Also der Gedanke Eigentum verpflichtet wird sehr einseitig interpretiert. Und wenn ein Eigentümer oder eine Eigentümerin eine Immobilie beschließt, das Ding 20 Jahre nicht anzugucken und derweil auf bessere Zeiten zu hoffen, dann gibt es da keine Eingriffsmöglichkeit. Dann wird irgendwann ein Bauzaun rumgestellt oder etwas anderes Furchtbares, um der Verkehrssicherungspflicht Genüge zu tun. Aber die Kommunen wünschen sich natürlich eine Zugriffsmöglichkeit. Die wiederum wäre aber, wenn wir über Erwerb sprechen, wieder auch sehr begrenzt. Und auch da brauchen Kommunen in strukturschwachen Regionen mit Sicherheit Unterstützung, weil der Erwerb von Immobilien für eine Haushaltssicherungskommune nahezu unmöglich ist. Und wir haben dann ja in solchen Regionen eine echte Ballung von Problemen. Also wir haben sinkende Steuereinnahmen durch eine alternde Bevölkerung, durch weniger Bevölkerung. Aber wir haben natürlich eine wachsende Zahl ein wachsendes Maß an Herausforderungen durch eben diesen notwendigen Umbauprozess in struktureller Hinsicht. Also gibt es da Möglichkeiten auf juristischer Ebene, also über die Gesetzeslage zu intervenieren, gibt es mit Sicherheit, aber ich bin auch keine Juristin. Aber es ist auf jeden Fall schon eine lebendige Diskussion in den Kommunen seit längerer Zeit aktiv. Und vielleicht müsste man einfach noch mal ein bisschen genauer hinhören als Gesetzgeber. Geht es eigentlich wirklich nur um Wohnungen? Alicia Giesel sagt, ist das Einfamilienhaus wirklich der größte Treiber des Flächenfraßes? Auch das muss man natürlich besprechen. Viele Kommunen im ländlichen Raum wiesen neben Wohngebieten auch immer mehr Industrie- und Gewerbegebiete auf der grünen Wiese aus. Ich meine, wir haben das gerade erlebt. Im bayerischen Straßkirchen plant BMW eine Batteriefabrik auf einem Acker. 100 Hektar gehen da verloren. Sowas wird ja nicht verhindert, das wird da umstritten. Aber Alicia Giesel fragt eben, wäre es nicht ein viel größerer Hebel, wenn weniger landwirtschaftliche Flächen für Speditionen und Co. weichen müssten? Politisch Verantwortliche auf dem Land scheinen sich immer wieder von den winkenden Gewerbesteuern verleiten zu lassen. Inwiefern müsste und könnte die kommunale Planungshoheit eingeschränkt werden, um wertvolle Flächen vor der Versiegelung zu schützen? Thomas Preuß. Wir kommen da wirklich an sehr, sehr schwierige rechtliche Fragen auch. Aber Sie haben es eben schon gesagt, es treibt natürlich auch viele Kommunen, Gewerbegebiete auszuweisen. Wohnraum bedeutet Folgekosten womöglich, Kitas ausbauen, Schulen und so weiter. Aber kann man das irgendwie eindämmen? Ja, der Fokus der heutigen Veranstaltung ist ja eigentlich auf dem Wohnen gelegen. Natürlich darf man die Aktivitäten im Wohnen nicht vernachlässigen und gleichzeitig muss man auch im Bereich Gewerbeflächen da auch sparsam umgehen. Das passiert in den Ballungsräumen, wo die Flächenpotenziale für Gewerbe gering sind. Da gibt es im Grunde auch viel tertiäres Gewerbe,
Da gibt es eben weniger Speditionen, da gibt es eben viel Büros, da gibt es eben auch mehrstöckige Gewerbebauten und dergleichen. Wir werden ohne Gewerbe und auch ohne Spedition natürlich nicht auskommen. Aber wenn wir es schaffen, die Fläche zu kontingentieren, dann wird es sowohl Wohnflächen als auch Gewerbeflächen betreffen. Und dann wird man Lösungen finden, wie man sparsam mit Gewerbeflächen umgeht oder wie man auch bestehende Gewerbegebiete ertüchtigt. Auch die gibt es. Und längst nicht jeder Betrieb muss, wenn er größer wird, tatsächlich auf eine neue Fläche gehen. Da gibt es Möglichkeiten, das auf bestehenden Flächen zu bewältigen. Das zeigen viele Beispiele. Nur muss man eben den Mut haben, tatsächlich diese Kontingentierung zu machen. Und die Kontingentierung bedeutet also kein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltungsgarantie. In dem Moment, wo noch Flächen bereitstehen, sich in der Gemeinde zu entwickeln, ist die Selbstverwaltungsgarantie immer noch gewährleistet. Also das ist alles machbar, aber das ist natürlich ein mutiger Schritt, den der Bund gemeinsam mit den Ländern natürlich auch sorgfältig vorbereiten muss. Wie lange würde das wohl dauern? Was meinen Sie? Da kann ich keine Einschätzung abgeben. Im Moment fehlt bundesweit ja noch so eine Art Flächensparstrategie. Das ist ja genau das Thema, mit dem wir auch in dem Bund-Länder-Dialog arbeiten, dass wir die Ressourcen in irgendeiner Weise zusammenbringen, um zu gucken, wo sind die Ziel-Interessenkonflikte, dass das mal zwischen den Ressorts im Grunde besprochen wird. Wir haben ein ganz einfaches Problem, dass wir sehr viele ressortbezogene Ziele haben. Das eine Ressort hat das Ziel, Fläche zu reduzieren, also Flächenverbrauch zu reduzieren. Das andere möchte 400.000 Wohnungen bauen. Und das nächste hat sehr ambitionierte Ziele im Bereich Windenergie und Photovoltaikausbau. Diese Konflikte müssen zumindest angesprochen werden, um zu schauen, wo kann man sie abmildern, wo kann man vielleicht auch mit Mehrfachnutzungen was erreichen oder wo kann man im Grunde auch in dem baulichen Bestand auch viel mehr erneuerbare Energien produzieren als in Freiflächen, PV-Anlagen zum Beispiel. Darüber fehlt bisher die Verständigung. Also jedes Ressort verfolgt eigene Ziele. Und im Grunde laufen diese Ziele alle auf eine Ressource hinaus, das ist die Ressource Fläche und das ist in der Regel die landwirtschaftliche Fläche. Und Landwirte haben, glaube ich, auch ein ambivalentes Verhältnis zum Thema, zum Beispiel PV. Für manche ist es sehr lukrativ, weil sie da eben eine relativ große Bodenrente draus ziehen können. Und wiederum andere möchten ihre landwirtschaftlichen Flächen gerne weiter landwirtschaftlich nutzen, weil sie eben ein hohes Ertragspotenzial haben. Leandra Petzel, der Druck auf die Fläche ist enorm. Ja, genau, vielleicht um das noch zu ergänzen, die Frage nach den Gewerbegebieten. Also natürlich, auch diese Diskussion haben wir in Münster immer wieder. Auch hier ist die Nachfrage nach Neuausweisung von Gewerbeflächen sehr groß. Auch hier gibt es das Argument, dass wir eben die Ansiedlung von Gewerbe brauchen, um unsere kommunalen Funktionen erfüllen zu können durch die Gewerbesteuereinnahmen. Und auch hier finde ich, ist das erste Stichwort einfach Nachverdichtung, also genauso wie beim Wohnen auch. Das wird zumindest in Münster und wahrscheinlich auch in vielen anderen Kommunen noch kaum gemacht, dass man sich wirklich die bestehenden Gebiete anschaut. Wir haben es eben schon gehört, wenn man von oben guckt, riesige Parkplatzflächen, die mittlerweile gar nicht mehr gebraucht werden oder auch einfach viele einstöckige Gebäude, die bestimmt nicht überall, weil zum Beispiel die Statik nicht zulässt, aber doch sicher an vielen Stellen vielleicht auch noch aufgestockt werden könnten, sodass man hier die Fläche auch gar nicht neu ausweisen muss, sondern wirklich im Bestand schauen kann, wo man dann noch nachverdichten muss. Und ich glaube, ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass man bei der Frage der Gewerbegebiete aus meiner Sicht auch viel stärker noch regional zusammenarbeiten müsste, also als Münster zum Beispiel gemeinsam mit den Umlandkreisen schauen könnte, wo sind hier Potenziale, die man auch gemeinsam decken kann, dass man da auch nicht miteinander in Konkurrenz tritt, weil dann ja auch schnell das Argument kommt, ja, wenn wir jetzt hier nicht die Gewerbefläche ausweisen, dann macht das halt die Nachbarkommune und dann kriegen die Einnahmen und wir gehen leer aus. Und dass man da viel mehr noch in Kooperation kommt und dann auch schaut, wie kann man da gemeinsam Flächen finden an auch infrastrukturell günstigen Flächen und so vielleicht insgesamt dann auch einfach Fläche sparen und sich die Profite sozusagen teilen, indem man da einfach zusammenarbeitet und sich nicht immer gegeneinander ausspielt.
Wir gehen noch mal weg von den Gewerbegebieten. Hier kommt noch ein Vorschlag für Münster von B. Wedel. Und zwar heißt es, es gibt auch oft diese einstöckigen Supermarktbauten sowie die riesigen Parkanlagen davor. Da könnte man ja eigentlich den Bau mehrstöckiger Gebäude mit Wohnungen in den oberen Geschossen vorschreiben. Machen Sie das in Münster? Meines Wissens nicht. Wir hatten immer wieder die Diskussion so, Einkaufsbauten, die dann nur einstöckig waren. Das ist aber auf jeden Fall was in Zukunft nicht mehr so geplant werden soll. Also vorgeschrieben ist das nicht, aber das ist ein Thema, das haben wir auf dem Schirm und dass man eben, wie gesagt, Gewerbe oder auch Einkaufsmöglichkeiten hier mit Wohnen oben drüber verbindet, das ist, also das muss man aus meiner Sicht auf jeden Fall machen, anders geht es gar nicht. Und den Gedanken, Einzelhäuser zu Reihenhäuser zu verbinden, findet hier ein Zuschauer, Zuhörer sehr gut, aber vielleicht in der Umsetzung schwierig im Hinblick auf Eigentumsstrukturen. Wie kann die Idee eigentumsrechtlich umgesetzt werden? Thomas Preuß, haben Sie da eine Idee? Da bin ich jetzt auch im Konkreten überfragt, wie man das rechtlich absichert. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sowas natürlich über privatrechtliche Verträge zwischen den EigentümerInnen regeln kann und dann eben auch entsprechende Standards erfüllen muss, was die Bauausführung betrifft, Lärmschutz und dergleichen im Gebäude, wenn dann zwei Gebäude zusammenwachsen. Also das könnte man sicherlich einerseits so absichern, aber man müsste natürlich erstmal den Rahmen setzen über entsprechende Änderungen in den Bauordnungen. Es geht immer darum, irgendwie zu gucken, wo noch Potenziale für Wohnraum sind. Daniela Maria Stokers fragt, Professor Dr. Carsten Tichelmann von der TU Darmstadt spreche seit Jahren die Potenziale der Ballungsgebiete an, um Wohnraum ohne Bauland zu schaffen. Wie stehen Sie dazu, Renate Berg? Wie stehen Sie dazu? Wohnraum ohne Bauland. Ja, finde ich gut, also klar, also ich meine, letztendlich ist es am besten nachzuverdichten. Bin ich fast von überzeugt, wir sparen Fläche, wir gehen in die Höhe. Es gibt noch sehr, sehr große Potenziale in den Städten selber. Also nicht nur die, also Parkplätze, Kfz-Stellflächen, diese Supermärkte, auch Fachmärkte sind wahnsinnig flächenintensiv. Da gibt es wirklich kann man nur unterstützen und ist auf jeden Fall großes Potenzial. Das Ding mit Aufstockung ist meines Erachtens etwas schwieriger, weil es sehr teuer ist und da die Potenziale deutlich begrenzt sind. Also ich finde, es geht auch immer sehr durch alle Medien und alle Forderungen mit den Aufstockungen, aber realisiert werden, das sind doch oft relativ hohe Zahlen. Es ist doch wirklich meistens aufwendiger als gedacht. Und es kommt dann auch kein günstiger Wohnraum, also kein preisgünstiger Wohnraum dann dabei raus. Also von daher auf jeden Fall richtig, aber man sollte sich davon nicht zu viel versprechen. Und dann gibt es natürlich noch so ganz spannende Konzepte mit einer inneren Nachverdichtung halt, ne? Also Wohnungstausch und so weiter und so fort halt, ne? Also dass man halt noch solche, das auf so einer Ebene, einer administrativen Ebene danach bessere Möglichkeiten schafft, vor allen Dingen halt auch bei öffentlichen Wohnungsunternehmen mit Tauschbörsen etc. pp. Das wird ja auch alles bisher viel zu wenig angenommen. Wir hatten das Thema schon, alle bleiben in ihre Wohnungen, niemand zieht aus und die Flächenverbräuche werden immer größer. Aber rechnet sich das für die Kommunen, fragt hier ein Klaus. Da bekanntlich die Kommunen alle sparen müssen, stellt sich die Frage, was für die Kommunen kostengünstiger ist, Neubau oder Altbestand sanieren bzw. Kernsanieren. Was würden Sie denn sagen, Frau Berg? Ja, es kommt drauf an. Das kommt ja auf den Bestand an. Also grundsätzlich kann man schon wenn der Bestand gute Grundlagen bietet, dann ist das günstiger als Neubau. Weil man hat ja schon die Grundlage, man hat ja schon den Rohbau, aber wenn der Bestand in extrem schlechten Zustand ist, dass man halt ganz viel machen muss, also Schallschutz, Statik, Brandschutz etc. pp., also quasi, ich sage mal, etwas überspitzt, kaum noch ein Stein auf dem anderen bleibt, weil man wirklich an die Grundsubstanz verändern muss, dann hat man ungefähr Preise, die dem Neubau gleichgestellt sind. So, jetzt nur mal so ungefähr, ne? Aber wie gesagt, es gibt viele Bestandsgebäude, aus denen kann man noch tolle Sachen machen. Auch die Umnutzung von gewerblichen Gebäuden muss nicht unbedingt teurer sein, als neu zu bauen. Also es gibt
auch also auch Beispiele, also auch leerstehende, ungenutzte Krankenhausgebäude zum Beispiel, Bettenhäuser, wo tolle Wohngebäude draus geworden sind. Es gibt Beispiele von Umnutzung von Bürogebäuden. Es gibt Beispiele von Umnutzung von Kirchen und auch anderen sakralen Gebäuden. Also da ist schon viel, wirklich viel Beachtenswertes realisiert worden. Sehen Sie da auch Perspektiven für die langfristige Unterbringung von geflüchteten Menschen? Denn Sophia Laubrock fragt, auch die steigenden Zahlen Geflüchteter, die nach Deutschland kommen, verschärfen den Wohnungsmarkt. Häufig werden die im Moment eigentlich nicht wirklich gut untergebracht, das ist ja klar, wissen wir alle. Wie könnte aus Ihrer Sicht eine nachhaltige und sozialverträgliche Unterbringung aussehen? Naja, nachhaltig und sozialverträglich heißt vor allen Dingen, dass es da keine Diskriminierung gibt und die Geflüchteten genauso untergebracht werden und genauso wohnen können wie alle anderen auch. Was letztendlich heißt, dass es normaler Wohnraum ist. Und das muss letztendlich, um die Bedürfnisse zu erfüllen, muss es natürlich Mietwohnungsbau sein und er muss kostengünstig und bezahlbar sein. Also teurer Mietwohnungsbau hilft eben auch nicht weiter. Und da fangen eigentlich die Probleme an, dass das dann der Wohnraum ist, der am stärksten umkämpft ist, weil kostengünstig wohnen wollen fast alle. Mieten gerade in den Ballungsräumen tun auch die meisten. Also mehr als, es gibt ja in den Regeln in den Großstädten und Ballungsgebieten mehr Mietwohnungen als Eigentumswohnungen. Und um den kostengünstigen Wohnraum konkurrieren ja auch noch die viel Geld haben. Also deswegen ist da der Druck ja am größten. Und er lässt sich kaum bauen, weil niemand verdient daran. Deswegen wird ja auch freiwillig baut das ja niemand. Und das ist halt so das Problem, was wir haben. Da stelle ich gleich noch eine Frage hinterher, die hier aus dem Frage-Antworten-Bereich kommt. Wenn mehr Wohnungen und Häuser gebaut werden, dann steigt der Preis für den Quadratmeter nicht mehr oder langsamer. Und Sie haben es gerade angesprochen. Also werden reichere Menschen noch mehr Wohnraum für sich beanspruchen. Sie haben die Konkurrenz angesprochen, dass reiche Leute sich das dann eben eher leisten können, auch größer zu wohnen. Gibt es gegen dieses Prinzip irgendeine Idee, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Tja, da will ja niemand eingreifen. Klar, man könnte gesetzlich da auch so einiges machen. Das sehe ich aber jetzt nicht in naher Zukunft. Aber klar, man könnte, also im sozialen Wohnungsbau gibt es ja Größenbeschränkungen, aber eben nicht im sogenannten frei finanzierten Wohnungsbau, schon gar nicht im Eigentum. Also da ist im Moment alles erlaubt und da müsste dann die Politik ran, aber ich glaube, es ist sehr schwer, die Politik dazu zu bewegen. Ich weiß nicht, ob es dazu vielleicht schon irgendwelche Ansätze gibt, die sind mir jetzt gerade nicht bekannt. Tut mir leid. Tanja Dornin hat sich gemeldet. Ja, um vielleicht darauf hinzuweisen, dass wir schon mittendrin sind in diesen widerstreitenden Zielen. Also was genau wollen wir denn? Und das Thema der Veranstaltung war ja, wir wollen Flächen sparen. Also der Flächenverschwendung Einhalt gebieten, um die Lebensfähigkeit letztlich des Planeten zu haben. Wir haben schon große Ziele da im Hinterkopf. Also weshalb wir das wollen, weshalb das Flächensparziel 30 Hektar so ein wichtiges ist, ist ja nicht irgendwie nur so erdacht aus Jux und Dollerei, sondern hat ja einen wichtigen Hintergrund. Und wir diskutieren aber zugleich über die Frage bezahlbaren Wohnraum. Ist etwas kostengünstig herzustellen oder nicht? Ist es wirtschaftlich nach den Maßgaben, nach denen wir bisher Ökonomie bewertet haben in den letzten Jahrzehnten, das heißt ohne die Berücksichtigung von Folgekosten, die dann immer doch noch passieren und der Allgemeinheit angelastet werden, aber nicht mit in die Kalkulation fließen, zumindest nicht ehrlich. Also wir sind genau in diesem, was vorhin angesprochen worden ist, in den unterschiedlichen Ressorts, die alle ihre Zielsetzung verfolgen. Und ich glaube, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, auch mal zurückzutreten und zu fragen, was ist uns denn das Wichtigste? Und wenn das Flächensparziel letztendlich eines ist, das ich immer wieder in Abwägung bringe zu anderen Zielen, dann wird es so, wie es bisher ist, in der Regel verlieren. Weil es aus geübtem Handeln der letzten Jahrzehnte heraus einfach einfacher ist, neu zu bauen auf der grünen Wiese mit den Instrumenten, die wir haben und die wir souverän beherrschen, Gebäude zu erschaffen, zu welchem Nutzen auch immer, Straßen zu bauen oder was auch immer wir vorhaben. Das können wir seit Jahrzehnten, also seit das Baurecht auch mit D-Plan, F-Plan etabliert ist, ist das alles einfach zu tun. Aber wenn wir ein Flächensparziel verfolgen, dann müssen wir zurücktreten und überlegen, an welchem Moment muss dieses Flächensparziel gegenüber anderen Zielen vielleicht mehr Gewicht bekommen, um auf eine andere Ebene der Diskussion und des Austausches zu kommen. Wie diskutieren Sie das in Münster, Leana Pretzel?
Also das ist natürlich total schwierig und aus jetzt, sage ich mal, von meiner Profession und aus der ökologischen Perspektive würde ich natürlich sagen, diese Frage stellt sich überhaupt nicht, weil wir haben Klimakrise, wir haben Artenkrise, da haben wir die planetaren Grenzen überschritten. Eigentlich dürften wir keinen Quadratzentimeter mehr neu versiegeln. Aber aus einer politischen Perspektive und in der politischen Rolle ist die Frage natürlich schwieriger zu beantworten und wir müssen uns überlegen, so vielleicht nicht unbedingt, was ist jetzt wichtiger, sondern wie schaffen wir es, diese Zielkonflikte möglichst miteinander zu vereinbaren? Also wie können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen und gleichzeitig Fläche schonen, Fläche sparen und den Herausforderungen an Klimaschutz, Klimaanpassung und Erhalt oder Schutz der Biodiversität eben gerecht werden? Und ich glaube, da gibt es halt, das ist halt keine Schwarz-Weiß-Diskussion, sondern es ist auch ein Aushandlungsprozess und es ist auch eine öffentliche Diskussion dahingehend, dass man erstmal auch gerade, also immer noch die Aspekte von Klimaschutz und Artenschutz immer wieder in die öffentliche Diskussion einbringen muss. Das muss man immer wieder tun. Man muss immer wieder sagen, das ist auch wichtig. Politische konservative Seite sagt dann immer, ja, aber die armen Familien finden dann keinen bezahlbaren Wohnraum mehr. Das ist aber ja natürlich total einseitig und da muss man gegenhalten und eben sagen, diese einseitige Perspektive, die bringt uns halt nicht weiter, weil wir hier einfach multiple Probleme haben und wir müssen jetzt endlich mal überlegen, wie wir da zu Lösungen kommen und über viele Lösungen haben wir heute gesprochen, dass wir damit jetzt nicht übermorgen dann 0 Hektar Flächenversiegelung haben in Deutschland, das ist klar, aber dass wir hier zumindest in kleinen Schritten vorankommen und auch es kommunikativ irgendwie schaffen, dass andere Aspekte abseits davon, wir bauen immer weiter Einfamilienhäuser und wir leben auf immer größerem Pro-Kopf-Wohnraum, dass wir davon eben wegkommen und ja, einfach den Diskurs verschieben. Bevor wir das Kommunikative nochmal besprechen, Thomas Preuß, muss ich Sie fragen. Michael Vogtländer, Ökonom des Instituts der Deutschen Wirtschaft, der hat einen radikalen Vorschlag gemacht. Der glaubt nämlich, das 30-Hektar-Ziel sei nur durch bundesweite Steuerung zu erreichen, indem man sagt, in Regionen, die nicht mehr wachsen, wird auch nicht mehr gebaut, während in wachsenden Regionen Wohnbau ermöglicht wird. Ist das eine Art von Steuerung, die Sie sich auch vorstellen würden, mal ganz abgesehen davon, ob sich das überhaupt politisch durchhalten lässt? Das ist natürlich ein richtiger Gedanke. Das Institut der Wirtschaft hat ja auch Studien geschrieben mit dem Tenor, es wird in Deutschland gebaut, aber leider an den falschen Stellen, nämlich dort, wo im Grunde keine angespannten Wohnungsmärkte existieren. Da gibt es natürlich dieses rechtliche Schubloch im BauGB, was das ermöglicht, der Paragraph 13b, der die Ausweisung von Baugebieten erleichtert oder Umweltprüfung. Dieser Paragraph wird wahrscheinlich bald der Vergangenheit angehören, aber viele Kleingemeinden haben davon Gebrauch gemacht. Das war kontraproduktiv und so hat man im Grunde in nicht angespannten Wohnungsmärkten wieder viele Einfamilienhausgebiete ausgewiesen. Dabei wäre es notwendig gewesen, in den angespannten Wohnungsmärkten etwas zu tun. Und ich möchte nochmal auf meine Vorrednerin zurückkommen. Das Thema Flächensparen ist natürlich auf der anderen Seite ganz einfach das Thema auch des Freiflächenschutzes, ne? Die Freifläche ist essentiell für uns, wenn wir Wandelanpassung machen wollen, wenn wir Biodiversität erhalten wollen, wenn wir auch die Flächen für die landwirtschaftliche Produktion erhalten wollen. Das ist ja im Grunde auch ein großes Ziel, Nahrungsmittelproduktion. Und das wird meines Erachtens wirklich nur gehen, indem man da stringent steuert mit der Kontingentierung. Und das wird natürlich auch heißen, dass in Regionen, wo erwartbar kein Einwohnerzuwachs sein wird, dass man da eben auch weniger Flächen zuteilt. Na, man könnte sich ein Modell vorstellen, dass der Bund dieses 30-Hektar-Ziel auf die Länder aufteilt, muss man schauen, wie bunte Länder da ins Geschäft kommen und dass dann die Länder die Möglichkeit haben, zum Beispiel dann ihre Kontingente wiederum aufzuteilen auf die Planungsregionen.
Und Planungsregionen sind sehr verschieden. Da gibt es boomende Regionen, da gibt es welche, die stagnieren vielleicht eher. Innerhalb der Region gibt es ländliche Räume, aber auch städtische Räume und Zentren. So könnte man das im Grunde austarieren, dass man Kontingente dorthin gibt, wo tatsächlich eine gewisse wirtschaftliche Prosperität besteht und wo auch ein Einwohnerzuwachs zu erwarten ist, und dass man dort, wo das nicht der Fall ist, dass man da weniger gibt. Aber darüber hinaus muss man natürlich schauen, wenn es darum geht, Flächen in Anspruchnahme zu reduzieren, dann geht es immer um die effiziente Flächennutzung und da geht es immer darum, maßvoll zu verdichten. Und deswegen muss es eine Prämisse sein, dass das Eigenheim nicht mehr die erste Geige spielt. Gibt es denn gute Beispiele für Flächenentsiedlung, fragt hier Caroline Werner. Kennt irgendjemand das? Also es soll nicht nur mehr ums Eigenheim gehen, aber macht man auch sozusagen wieder Flächen wirklich frei? Wo gibt es das schon? Oh, das sieht nicht so gut aus. Ich sehe niemanden, der die Hand hebt. Doch, bitte, Frau Pretzel. Also ich kann jetzt leider die Kommune nicht mehr beim Namen nennen. Ich habe das mal gesehen in einer Dokumentation. Das war auch eine kleine Kommune. In welchem Teil von Deutschland weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die ganz aktiv, ich meine, es waren alte Gewerbeflächen, die einfach nicht mehr genutzt wurden und wo auch keine Aussicht auf Neuansiedlung bestand, die das tatsächlich entsiegelt haben. Aber auch da muss man natürlich immer sagen, Entsiegelung ist super teuer. Und ein Boden, der einmal über Jahrzehnte versiegelt wurde, den wiederherzustellen und da die ganzen Funktion von Klimaanpassung, Biodiversität wieder aufzubauen, ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, auch im Zuge der Klimaanpassung. Stichwort Schwammstadt ist ja heute auch schon gefallen, wo wir auch in den Städten, in den Innenstädten, die ja eng bebaut sind, auch einfach noch weiter schauen müssen, wo es da Entsiegelungspotenziale gibt. Thomas Preuß, haben Sie noch ein Beispiel? Also mir fällt noch Potsdam-Drewitz ein, wo also eine relativ große Straße zurückgebaut wurde zu einem Grünzug. Es gibt in Berlin ein Entsiegelungsprogramm, soweit mir bekannt ist. Und es gibt auch ein Förderprogramm, das bezieht sich allerdings auf Bergbaufolgeregionen, das heißt Komona. Und dort sind explizit auch Entsiegelungsmaßnahmen in Gemeinden förderfähig. Okay, meine Damen und Herren, vielen Dank. Jetzt kommen wir schon zur schnellen, kurzen Abschlussrunde und der Frage an Leander Pretzel. Ihr Tipp für Bauministerin Clara Geiwitz in einem Satz. Wie heißt der? Jetzt sollte vielleicht doch nochmal über den Energieeffizienzstandard nachdenken und ob es, wenn wir schon neu bauen müssen, nicht doch sinnvoll wäre, das möglichst effizient zu machen, sodass wir nicht durch den zusätzlichen Neubau noch so viele CO2-Emissionen über Jahrzehnte verursachen. Ja, vielen Dank. Und Tanja Dorniden, das wichtigste Ding, das Kommunen jetzt anschieben sollten, ist was? Das Flächensparziel ernst zu nehmen und sich ihres Habens, also das, was sie schon haben, ihrer Schätze zu erinnern. Und diese graue Energie, die da schon steht, das, was sie schon besitzen, stärker in Wert zu setzen als vielen den guten Beitrag. Und Renate Berg, worin wird der Charme einer Stadt 2035 liegen? Ich denke, es muss mehr in Richtung Ressourcen sparen und Flächen Effizienz gehen, damit wir überhaupt noch so unsere Werte erhalten können. Aber das wäre das, was unbedingt politisch verfolgt werden müsste. Vielen Dank, Renate Berg. Und Thomas Preuß, Sie haben eben gesagt, Lebenszufriedenheit durchs Eigenheim wird überschätzt. Vielleicht braucht man da auch noch mal eine große sozialpsychologische Studie, wie gut es sich eigentlich im Eigenheim leben lässt und wie groß doch auch der Streit mit den Nachbarn und so weiter sein kann. Aber sagen Sie doch mal, wo und wie leben wir 2035? Ihre Vision in einem Satz. Meine Vision wäre, dass wir in vitalen Quartieren in den Städten leben und dass wir aber auch in den ländlichen Gemeinden vitale Rahmenbedingungen haben, also günstig wohnen, vielfältig wohnen, Nachbarschaft und gute Versorgung, aber auch gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr.
Vielen Dank, Thomas Preuß, Renate Berg, Tanja Dornieden, Leander Pretzel. Schön, dass Sie heute Abend da waren, mit uns diskutiert haben. Man braucht einen großen Plan. Und es gibt schon sehr, sehr viele Instrumente. Das ist, glaube ich, sehr klar geworden. Aber irgendwie muss man sie noch sortieren und auch zusammenbringen. Die Empörung über ein Hausverbot habe ihre Gründe auch darin, dass man zum Verbot schreitet, ohne vorher wirklich überzeugende Alternativen entwickelt zu haben. Das schrieb die FAZ auch. Dabei gibt es die doch. Und darüber muss man, ich habe es gerade schon gesagt, offenbar noch viel mehr reden. Insofern war das hier heute nur der Auftakt. Reden Sie weiter über den Flächenverbrauch, aber es gibt logisch auch noch weitere Themen. Mehr dazu sagen Ihnen jetzt nochmal Sabine Drewes und Ulrike Wolf und ich sage schon mal Tschüss, danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken und Mitdiskutieren. Und jetzt Sabine Drewes und Ulrike Wolf, bitteschön, Tschüss, alles Gute, Ihr Screen ist es jetzt. Ja, vielen, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Es ist ein Einstieg in eine schwierige, aber notwendige Debatte. Das haben wir, glaube ich, gesehen. Es waren sehr interessante Beiträge, die uns auf jeden Fall weiterbringen. Wir werden es weiter verfolgen, dieses Thema. Ich würde gerne in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es im Januar von der Heinrich-Böll-Stiftung einen neuen Bodenatlas geben wird, wo es auch in erster Linie um landwirtschaftliche Nutzung geht, aber auch generell um Bodenqualität. Es gibt eine neue Ausgabe, eine neue Veranstaltung in der Reihe Green Cities 2035, bei der das DIFU die Federführung hat. Und deswegen übergebe ich dazu an Ulrike Wolf, um das anzukündigen. Vielen Dank und ich wünsche einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, Sabine. Vielen Dank Ihnen auch für die lebhafte Diskussion und das große Interesse an dem Thema. Und auch, doch, wir haben viel über Beispiele gesprochen. Es wurde deutlich, dass es, ja, dass viele Erfahrungen und schon zurückliegen und der ganze Bogen wurde aufgespannt. Und ich kann Ihnen natürlich versprechen, dass auch das DIFU sich einsetzen wird weiterhin an der neuralgischen Stelle, an der Überzeugungsarbeit, wobei die auch nicht nur in den Kommunen zu leisten ist, sondern darüber hinaus natürlich auch weiter mitwirken wird. Ja, und die Vorausschau auf die nächste Veranstaltung am 23. November hoffe ich, dass ich ganz viele von Ihnen wiedersehen werde. Da widmen wir uns dem Thema Smart City. Auch zudem arbeitet das DIFU intensiv. Und ja, welchen Beitrag Smart City, Digitalisierungsstrategien, also viele Kommunen machen sich ja auf den Weg, zu mehr Klimaschutz, Klimaanpassung in den Städten leisten kann und was wir hier schon auch gelernt haben. Ja, und vielleicht finden wir da auch viele neuralgische Punkte, über die wir eine lebhafte Debatte führen können. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.